Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer heutigen Online-Veranstaltung, insbesondere unseren Referenten Professor Lars Kühl von der Ostfalia Wolfenbüttel. Ich begrüße im Namen von Klima- und Umweltnetzwerk Wolfenbüttel. Das Netzwerk Wolfenbüttel ist entstanden aus den europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima und den zwei Umweltfestivals, die wir aus diesen europäischen Aktionswochen in Zusammenarbeit mit Landkreis und Stadt Wolfenbüttel und der evangelischen Jugend Wolfenbüttel durchgeführt hatten, 2014 federführend auch mit dem Wolfenbütteler Umweltmarkt und 2016 mit dem Tourismusverband Nördliches Harzvorland. Mit der Ostfalia haben wir im Rahmen der Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima durchaus schon einige gute Erfahrungen. Als wir mit den Europäischen Aktionswochen, die ja nach Fukushima dann entstanden sind, schon 2013 begonnen mit einer Veranstaltung, und wir sehen hier links im Foto zwei Tschernobyl-Zeitzeugen, die bei der Veranstaltung auch mit dabei waren, und die Dolmetscherin und meine Wenigkeit. Und ganz rechts im Bild Professor Dr. Bokasch und Heiko Hilmer, der damals Klimamanager der Stadt Schöppenstedt war und der auch den Kontakt zu Herrn Professor Bokasch hergestellt hat. Und wir sehen im Foto in der Mitte, dass es doch eine recht große Resonanz war, diese Veranstaltung. Und zwar ging es um den regenerativen Energiepark als Smart Grid mit Stromspeichertechniken. Ich will das natürlich nicht im Einzelnen wiederholen, aber doch ein paar Fotos zeigen. Diesen Energiepark haben wir häufig mit unterschiedlichen Gruppen besucht und natürlich auch im Gebäudeinneren Batteriespeicher und die Labore besucht. Beim Umweltfestival 2014 war dann Ostfalia auch mit diesem Mobil mit dabei und auch mit Elektroautos. Und dasselbe auch 2016. Am 4.2.2020 hatten wir eine Veranstaltung, und da war auch schon Professor Lars Kühl mit dabei. Da ging es auch um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Gebäuden, Quartieren und der Industrie. Da ist der Kontakt dann hergestellt worden, und wir hatten ihn gleich mal gebeten, aufs Podium zu kommen zu unserer geplanten Veranstaltung am 18.04.2020, Klima, Liebe, Hoffnung, die Landeskirche Braunschweig auf den Weg zu einem Klimaschutzgesetz. Nur weiß ja jeder, 2020, das berühmte Jahr, in dem die Pandemie ausgebrochen ist, und man hatte erst gehofft, man kann in Kürze so Veranstaltungen nachholen. Das hat sich dann immer zerschlagen. Nun, Herr Professor Kühl, Sie können sich den Termin schon mal notieren. Noch steht er mit Fragezeichen, aber am 25.03.2023 hoffen wir, stehen noch die letzten Bestätigungen aus, dass wir dann diese Veranstaltung nachholen können. Ganz eins zu eins wird es sicherlich nicht klappen. Dass unser Thema hochaktuell ist, wenn man so über den Tellerrand schaut, relativ aktuell ist diese Broschüre Nachhaltige Gebäudeklimatisierung in Europa vom Umweltbundesamt herausgegeben. Und das heißt, Umweltbundesamt fordert mehr Bäume und Schatten in Städten. Das ist im Zusammenhang mit dieser Studie. Und dann ist aus dem Bundestag, aus den Ausschüssen auch eine Projektförderung dargestellt, wo es dann auch um Energie in Gebäuden und Quartieren geht, Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung. Also wir merken, wir sind da sehr aktuell, und ganz heute kam nochmal diese Information aus der Energiekrise durch Effizienz und Suffizienz. Aber
Ja, zurück zu uns heute, 5.7.2020. Es geht um Gebäudeenergieeffizienz oder rund um das Thema Gebäudeenergieeffizienz. Und ich begrüße nochmals Herrn Professor Dr. Ingenieur Lars Kühl, der Leiter des Instituts für energieoptimierte Systeme seit 2013 und Leiter der Fachtagung Versorgungstechnik seit 2015. Was das bedeutet, können Sie mal kurz auch dann noch selbst darlegen und erklären. Ich habe aus der Website rausgezogen, dass Sie für die Lehre in Bachelor- und Masterstudiengänge zuständig sind für Grundlagenfächer Physik und technische Kommunikation, Vertiefungsfächer im Bereich regenerative Energiesysteme und so weiter und so weiter. Heute soll es darum um die Themen gehen: Gebäudeenergieeffizienz, regenerative Energien, Energieeffizienz in der Industrie und Gebäudeautomation. Nach jedem Thema gibt es Verständnisfragen und am Ende Diskussion. So war meine Idee. Vorhin hat Professor Kühl schon gesagt, man kann sofort reingehen, wenn eine Frage brennt, Hand heben und dann wird gleich mit diskutiert. Herr Professor Kühl, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind. So, dann geht's los. Also das ist einleitend ein paar Worte über irgendwelche energetischen Vorgaben, Emissionsvorgaben, Ziele der Bundesrepublik, die zu erreichen sind. Dann, wo die ganze Energie verbleibt, welche Anteile wo verbraucht werden. Das sind sicherlich Inhalte, die dann auch jeder kennt, denke ich mal. Aber das ist immer ganz gut, wenn man dann über diese Geschichte da zu den Gebäuden kommt, weil daraus, aus diesen Zielen, den Vorgaben und auch der Erkenntnis, wo denn da in Gebäuden die Energie bleibt, leitet sich ja dann auch vieles ab. Und dann gehe ich durch von Einzelgebäuden ausgehend über Quartiere bis zur Industrie nachher. Also es gibt da so in dem Sinne keine geschlossenen Abschnitte mit einer Einleitung, einem Hauptteil, einem Schluss, nächster Teil, nächster Teil, nächster Teil, das nicht. Das heißt, wenn Sie da irgendwie Fragen haben oder sowas, dann fragen Sie einfach. Das sind leider sind das 60 Folien, glaube ich. Sie müssen einfach zwischenrufen, wenn irgendwas nicht passt oder so. Ich fange einfach an und dann geht's los. Ja, also wir beschäftigen uns mit der energetischen Effizienz, Nachhaltigkeit im Gebäudebereich. Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, das muss ich nochmal einmal zurück. Was er denn so macht an Studien, Leistungen, beziehungsweise was er da in der Lehre behandelt und in Forschungsprojekten. Das ist tatsächlich so, dass ich mit Gebäuden Thematiken zu tun habe. Das heißt, mit der Heiztechnik, Raumklimatechnik, Lüftungstechnik, mit der Bauphysik, das heißt auch mit dem baulichen Wärmeschutz von Gebäuden habe ich zu tun, mit Simulation, Integration regenerativer Energien, Energiekonzeptentwicklung. Das machen wir halt im Bereich der Lehre und der Forschung soweit. Bin ich geschäftsführender Gesellschafter von einem Ingenieurbüro hier in Wolfenbüttel. Das ist die Low-E-Ingenieurgesellschaft. Da ist es im Prinzip das Gleiche nochmal, bloß dann halt im planerischen Bereich, also dann HOI-Planung, also Honorarordnung für Architekten, Ingenieure, alle Leistungsphasen machen wir da, von der Gebäudetechnik bis und die Bauphysik noch. Und bei der Bauphysik haben wir zu tun mit dem Wärme- und Feuchteschutz, also auch dem Schallschutz. Bauakustik machen wir auch. Das heißt, das ist ein relativ breites Feld. Und was wir noch machen, das ist die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden. Darüber könnte man auch nochmal einen ganzen Abend erzählen, glaube ich, wer das kennt. Es sind jetzt von den Förderungen übergeblieben, von der BEG-Förderung, also der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude, gibt es noch einen Standard 40NH. Und dieser NH-Standard ist der letzte verbliebene für Neubauten. Und da geht es um so eine Nachhaltigkeitszertifizierung. Und im Rahmen solch einer Zertifizierung wird oder werden Gebäude, ob das jetzt Wohngebäude sind oder Nicht-Wohngebäude sind, nach Kriterien nach ökologischen Kriterien, nach wirtschaftlichen Kriterien, nach Kriterien der Energieversorgung, des Komforts und der Flächeneffizienz zum Beispiel, der Wassernutzung, werden die Gebäude bewertet. Und dafür muss man halt Auditor sein, beziehungsweise muss das Büro oder derjenige zertifiziert sein. Und wir haben diese Zertifizierung im Büro, sodass wir da entsprechend auch da die Projekte bearbeiten von der Seite her.
Dann bin ich noch Inhaber von einem Heizungsbauunternehmen. Mein Vater hat das gegründet 1974. Das ist in Seesen, da komme ich her. Da sind wir, wie viele Mitarbeiter sind das? Das sind 8 oder so. Das heißt, wir sind eine ausführende Firma, die sich mit Heiztechnik beschäftigt, mit dem Einbau von Bädern und heiztechnischen Anlagen. Ich selber bin ausgebildeter Heizungs- und Lüftungsbauer. Das war direkt nach dem Abitur, habe ich das gemacht. Und dazu habe ich noch zu tun mit der Erstellung von Gutachten. Ich bin öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für den Themenbereich Heiztechnik. Also da eigentlich rundherum fehlt da nicht ganz so viel, dass ich da also komplett dann mit dem Thema was zu tun habe. Und es ist tatsächlich so, das hat sich aber auch dann in der letzten Zeit erst ergeben, dass wir durchaus auch mit Kirchen doch ein bisschen mehr zu tun haben. Das heißt, ich habe tatsächlich letzte Woche haben wir 3 Kirchen angeguckt, oder nee, 4 waren es sogar. Da haben wir mit den Hildesheimern zu tun, wo es dann darum geht, Energiekonzepte für oder auch Sanierungskonzepte für Liegenschaften im Zusammenschluss von so einem Gemeindehaus und so einem Kirchengebäude zu entwickeln. Wie versorgen wir die Gebäude weg von irgendwelchen Gaskesseln, Ölkesseln, die Gemeindehäuser vielleicht mit einem baulichen Wärmeschutz zu versehen, um dann nachher einmal natürlich die Kosten zu senken, auf der anderen Seite den Energieverbrauch und die Emissionen zu senken, sodass ich da dann auch mit kirchlichen Gebäuden was zu tun habe. Glaube, das war es soweit von dem Primärenergieverbrauch. Da wissen wir alle, wo die Reise hingeht da, das ist uns klar. Da haben wir hier eine Zusammenstellung von der Energie, die wir verbrauchen. Das ist jetzt 2018. Die Zahlen sind und rückblickend sind die Zahlen natürlich relativ ähnlich, wobei wir jetzt eine brutale Veränderung erfahren aufgrund der Entwicklung in der Ukraine. 2022 im Februar begonnen, fortlaufend. Und ich erwarte eigentlich nicht, dass wir zu dem zurückkommen, wo wir hergekommen sind. Es ist genauso wie nach Corona, wobei das ja noch nicht vorbei ist. Aber trotzdem sind Veränderungen in der Gesellschaft vor sich gegangen, die so auch nicht mehr umkehrbar sind. Und genau das Gleiche gibt es jetzt in der Energiebranche. Und das, was bisher gefehlt hat, der Antrieb zur Nutzung regenerativer Energien, das ist jetzt massiv da und gegeben und auch eine absolute Notwendigkeit, um nachher auch schon über den nächsten Winter zu kommen. So, dann kann man sich das angucken. Wir haben 2018, haben wir 13,8% erneuerbar gehabt. Und wie teilt sich das auf? Da haben wir relativ viel feste Biomasse, gasförmige Biomasse, Biokraftstoff, also die Biomasse ist da vertreten in großem Anteil. Dann haben wir Windkraft. Deutschland ist eine Windenergienation, einmal von den, und ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen, aber wenn Sie das im internationalen Vergleich sehen, dann ist Deutschland tatsächlich, obwohl es eine relativ kleine Fläche ist, doch mit einer hohen installierten Leistung dabei im weltweiten Vergleich und auch von der Technologieentwicklung her sind wir dann durchaus vorne mit dabei, sodass man durchaus aus meiner Sicht sagen kann, dass Deutschland eine Windenergienation ist. Dann haben wir noch einen ganzen Teil Photovoltaik. Ne, das sehen wir hier, das ist dieser orange Bereich da. Dann haben wir Abfälle, Deponiegas haben wir noch einen größeren Anteil. Dann haben wir hier Wasserkraft. Wasserkraft war mal tatsächlich der größere Anteil oder der größte Anteil von dem, außer der Biomasse natürlich, die aus regenerativen Energien verstromt worden ist. Und ist es durch den Zuwachs, den Zubau von Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen, ist die Wasserkraft so ein bisschen nach hinten gerückt von der Bedeutung. Aber trotzdem ist es so, dass das eine relativ konstante Größe ist über Jahrzehnte, eigentlich schon fast Jahrhunderte, muss man sagen, sodass wir da auch die Standorte entsprechend nutzen, die wir haben an den Flussläufen. Es gibt, das weiß ich nicht, ob Sie das kennen, die Diskussion in Wolfenbüttel, gibt es eine größere Anzahl von Mühlen, Wassermühlen, die im Augenblick nicht genutzt werden. Und da gibt es auch von unserer Seite hier, von Ostfalia, gibt es Bestrebungen, dass man die tatsächlich wieder in Betrieb nimmt, sodass man dann auch die Wasserkraft hier in Wolfenbüttel verstärkt wieder aufleben lässt. Das ist so die Idee. Und von der Wärmeseite her haben wir die Wärmepumpe. Das ist hier mit 0,4% Anteil gesamt, beziehungsweise dann auch die Solarthermie mit 0,2% Anteil. Das sind dann durchaus Anteile, die dann nicht, wer weiß, wie hoch sind. Ne? Das muss man dazu sagen. Und hier bezogen auf die Petajoules ist das
1804. Die Zahlen sind hier die Petajoule-Anteile, die wir haben. Die Prozentangaben sind dann die Anteile an diesem Anteil von den regenerativen Energien. Das ist nicht so furchtbar viel. Und derzeit, das werden Sie kennen, ist es so, dass die Wärmepumpentechnologie eigentlich so, oder auch die Photovoltaik, wenn Sie versucht haben, die irgendwie da Photovoltaikanlage sich einbauen oder auf das Dach bauen zu lassen, da werden Sie massive Schwierigkeiten haben, einmal jemanden zu finden, der es macht. Punkt eins. Punkt zwei ist, jemanden zu finden, der Material hat, das zu machen. Und bei der Wärmepumpentechnologie ist eigentlich ganz genau das Gleiche. Das war ja so, dass die Technologie in den 80ern irgendwann mal populär oder moderner war. Dann ist es so ein bisschen, ich kenne das von zu Hause, wir haben dann in den 80ern, kann ich mich erinnern, haben wir eine Wärmepumpe stehen gehabt. Das war so eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, so ein Riesenkasten war das. Die ist aber dann auch stehen geblieben. Die wurde nicht eingebaut, weil das so war, dass das dann von der energetischen Seite einfach nicht interessant war, weil es dann halt die Öl- und Gaskesseltechnik gab. Da kamen die Brennwertkessel so langsam auf in den 90ern, die Gaskessel. Und jetzt ist es so, dass sich die Situation komplett dreht, sodass die Wärmepumpe letztendlich die Erbin ist von der, ja, von der fossilen Kesseltechnologie. So. Aber wir wissen, ich denke mal, Sie wissen, ja, wie sich das aufteilt hier, denke ich, das weiß man. Dann wissen wir, dass wir Ziele haben, um die Sektorenziele im Klimaschutzplan, um dann tatsächlich diese CO2-Emissionen zu reduzieren, zu senken. Und wenn man dann auf den Gebäudebereich eingeht, das haben wir hier, dann haben wir da eine Reduzierung bis 2030 oder 2030 um 66 bis 67%. Wo soll das herkommen? Das soll einfach daher kommen, dass es dann Neubaustandards gibt, die anspruchsvoll sind. Zu dem Anspruch von Neubaustandards können wir vielleicht von nachher noch ein bisschen was erzählen. Aber die Sanierungsstrategien sind natürlich interessant. Es gibt für Bestandsgebäude nach wie vor die Förderung. Für Neubauten gab es mal auch vielschichtige Fördermöglichkeiten. Das ist im Wesentlichen, reduziert sich das jetzt auf diesen 40 NH-Standard für Neubauten. Alles andere ist vom Tisch. Das ging ja über Nacht tatsächlich. Das haben wir dieses Jahr erlebt, dass dann die Töpfe ausgeschöpft waren und dass dann die Förderprogramme zurückgezogen wurden über Nacht tatsächlich. Sowas gab es nie, hätte ich auch nie erwartet, dass wir sowas mal haben. Und dann gab es nochmal ein Fenster, das aufging, weil eine Milliarde irgendwie verfügbar war. Und dann hat das aber das Fenster sich nach 3 Stunden schon wieder geschlossen. Also das war sowas von zügig, war das Geld weg, dass es schon nicht mehr darstellbar war. Aber in dem Sanierungsbereich ist es schon so, dass wir da noch Programme haben, die ausgeschöpft werden können. Vielleicht dann auch noch ein Wort dazu an dieser Stelle gleich. Wer überlegt oder sich Gedanken darüber macht, dass er vielleicht eine Wärmepumpe einbaut und einen Ölkessel oder einen Gaskessel ersetzt, gibt es ja im Augenblick da 40%, 30% Förderung oder 45% bei Ersatz von Ölkesseln für Wärmepumpen, meine ich. Und es ist zu erwarten, dass wenn es im Grunde genommen mit Öl dann ohnehin vorbei ist und auch die Notwendigkeit besteht, da zu wechseln, weil die Zulieferung an Öl dann auch stockt, ist die Frage, ob dann auch großartig gefördert werden muss, weil man ja ohnehin wechseln muss. Und von daher kann man sich überlegen, ob man, wenn man dann die Förderung noch in Anspruch nehmen will, das vielleicht auch zeitnah macht. Also das wäre so ein Gedanke, den man haben kann, um da nochmal ein Wort drüber zu verlieren. Ich will mal kurz nochmal zurück zur Photovoltaik. Sie haben gesagt, im Moment geht das im Prinzip gar nicht, weil man niemand findet, der es macht oder derjenige, also der es machen würde, hat kein Material. Bislang war ja die Diskussion so, dass zur Windenergie alleine ja nicht das ist, sondern wir hätten ja so viele Dächer, wo man ja erneuerbare Energie draufsetzen könnte. Ja klar, das ist richtig. Die Dächer sind wohl da, aber die Module und das Fachhandwerk, das das umsetzt dann nachher, das ist dann schon so, dass die auch Vollbeschäftigung haben, ne? Wo es jetzt um Elektromobilität geht und den Einsatz von Wärmepumpen, also dann im Prinzip der Wechsel von dem Gas und Öl auf den Stromsektor, von der Wärmeversorgung her und von der Mobilität her, sodass das eigentlich dann doch relativ stark nachgefragt ist. Also so kenne ich das und es ist eigentlich schon, ein halbes Wunder ist übertrieben. Aber dass man jetzt jemanden findet, der also dann sofort in der Lage ist, dann mit Material eine Woche später nach Beauftragung dann die Anlage so fertigzustellen, das ist erstmal unwahrscheinlich, glaube ich. Und wir sehen langfristige Perspektiven für Photovoltaik?
Ja, ich denke mal, das wird sich dann wiederholen, ne? Also das, weil einfach auch die Stückzahlen werden nach oben gehen, die Kosten werden dann nochmal senken, weil das eigentlich eine Technologie ist, die einfach kommt. Und dann werden sich die Produktionskapazitäten erhöhen, ob jetzt, und das ist ja die Frage, die wir auch am Arbeitsmarkt haben, ob es dann im Handwerksbereich noch die ganz großen Zuwächse gibt in diese Richtung, dass man da Fachkräfte oder dass man es erlebt, dass Fachkräfte da, der Anteil oder die Kompetenz da im Handwerksbereich zunimmt, auch von der Stückzahl her zunimmt, das wage ich zu bezweifeln, weil ich kenne das aus dem Heizungsbaubereich. Bei uns in der Firma ist es so, man muss schon gucken, dass man Lehrlinge kriegt, weil das Interesse an so einer handwerklichen Ausbildung doch nicht Priorität 1 ist im Augenblick. Okay, Ja. danke. Jo. So, dann haben wir Industrie und Wirtschaft, gucken wir uns ja auch nochmal an. Da sind Energieeffizienzmaßnahmen wichtig, Nutzung von Abwärmepotenzialen zum Beispiel. Und durch die Forschung und Entwicklung an Anlagentechnik zum Beispiel da hinzukommen, über zum Beispiel Hochtemperatur-Speichertechnologie, dass wir nachher zu einer Minderung von Prozessemissionen kommen, die bisher nicht vermeidbar waren. Über Landwirtschaft und den Verkehr, das lassen wir jetzt sein. Das führt zu weit. Die Ziele der Bundesregierung, das kennen wir auch. Wir haben ja mal mit 2050, es gibt die Pariser Klimaschutzkonvention mit den bekannten Zielen für die Reduzierung des Temperaturzuwachses. Und ja, daraus leitet sich ab, aufgrund dieses ständigen Verfehlens dieser Ziele, die Friday for Future-Bewegung dann nachher und daraufhin dann die Anpassung dieser Ziele oder die Korrektur dieser Zielvorgaben in Richtung 2045, die Klimaneutralität. Bislang war das 2050. Und wenn Sie dann sich mit Unterschied oder mit den Szenarien in unterschiedlichen Gemeinden beschäftigen oder Kommunen, ist es so, dass die eine Kommune gerne noch besser sein möchte als die nächste. Das heißt, dann sind Vorgaben bis 2035 oder Vorgaben bis 2040 oder Unternehmen, die dann auch da sich für sich das als Ziel aufnehmen und dann Klimaneutralität herstellen wollen, noch vor 2045, was aber dann tatsächlich auch ein Riesenkraftakt ist, das von der Struktur her komplett umzustellen. Aber 2045 ist bis jetzt zumindest dann die Zielvorgabe. Wie sieht es im Gebäudebereich aus? Das sind so hier die Entwicklungen. Das kennen wir auch dann, wenn Sie die Grafik, vielleicht die gibt es auch im Netz. Hier und da, das ist so eine Fraunhofer-Grafik, dann da ist so die Entwicklung des Energieverbrauchs von den Gebäuden dargestellt. Diese Treppenstufen, die Sie hier sehen, das sind die Vorgaben des Gesetzgebers. Dann gibt es oder gab es die verschiedenen Wärmeschutzverordnungen über die Entwicklung dieser Anforderungen des Gesetzgebers. Da gucken wir uns auch nochmal gleich nochmal so eine Folie an Richtung Gebäudeenergiegesetz und wo das herkommt, was da die Anteile sind. Aber das sind hier die Vorgaben des Gesetzgebers. Es wird eine Novellierung der Wärmeschutzverordnung erlassen, so war es. Und dann wurden die Grenzwerte gesenkt, die einzuhalten waren von Neubauten, beziehungsweise bei der Sanierung von Altgebäuden, was dann umzusetzen war. Dann lief das eine ganze Zeit, dann gibt es eine neue Novellierung, die Anforderungen werden wieder verschärft, rums, dann geht es nochmal eine Stufe nach unten. Wir sehen hier diesen Energiebedarf, der dann abnimmt. Und dann geht es von der Wärmeschutzverordnung Richtung Energieeinsparverordnung. Zusammenführung von den Anforderungen an die Anlagentechnik und an die Gebäudeseite. Und dann geht es und weiter und weiter und weiter, bis wir dann nachher tatsächlich an so einen Bedarfswert kommen für Niedrig- und Niedrigstenergiehäuser. Das ist im Augenblick so die Bezeichnung, die es gibt, auch von der EU-Seite her. Niedrigstenergiegebäude sind aktuell die Neubauten. Auch da nachher nochmal ein Wort dazu. Aber der Gebäudebestand, der schleicht hinterher, ist das falsche Wort, aber der bewegt sich natürlich dann nicht in diesen Stufen hinter den Neubauanforderungen hinterher, sondern es gibt mit den Anforderungen an den Bestand, die auch verschärft werden für die Sanierung von Gebäuden, beziehungsweise dann natürlich auch mit dem Interesse von Bauherren, ihr Gebäude dann energetisch zu verbessern, zu optimieren, vielleicht nicht unbedingt, aber zu verbessern auf jeden Fall, dass man dann tatsächlich dann auf niedrige Verbrauchswerte kommt, gibt es natürlich bei den Bestandsgebäuden auch so eine Entwicklung Richtung reduzierter Energiekennwerte. Die Neubauten bewegen sich eigentlich dann nicht unbedingt diesen Stufen entsprechend, wie wir das hier von den Anforderungen des Gesetzgebers sehen, sondern man baut eigentlich besser aufgrund auch Entwicklung der Dämmstoffe, aufgrund der Kostenentwicklung bei den Fenstern zum Beispiel, baut man besser, als man eigentlich muss.
Ne, man baut ja selber sein eigenes Gebäude nicht für 10, nicht für 20, sondern für länger an Jahren, für eine längere Dauer an Jahren. Vielleicht dann das wieder zu verkaufen bzw. das zu vererben. Und da ein energetisch gutes Gebäude zu errichten, ist das Ziel, sodass man sich da wohl an den Anforderungen des Gesetzgebers orientiert, jedoch das noch übertrifft in der Regel. Wie viel muss dann jeder für sich entscheiden? Und dann gibt es den Forschungsbereich. Das ist dann diese dunkle Linie, die wir hier haben. Wer das noch kennt, diese Begrifflichkeiten, es gab mal Solarhäuser zu Beginn der 80er Jahre. Da gab es mal einen Architekten Disch, wer den Namen noch kennt, vielleicht, weiß ich nicht. Der hat ein Gebäude errichtet, was im Prinzip auf so einer Drehachse angeordnet war und wurde der Sonne hinterher orientiert, sodass man da immer maximale solare Gewinne hatte. So, und da das natürlich ein Riesenaufwand war, abgesehen davon, dass es dann natürlich auch zu einer Überhitzung in dem Gebäude kommt, bei einer ständigen idealisierten oder idealen Solar- oder Sonnenausrichtung, ist das Ganze natürlich nicht in die Praxis übernommen worden. So, dann gab es Niedrigenergiehäuser, das war aus Skandinavien so ein Trend mit einem verbesserten Wärmeschutz. Zu der Zeit, wo es da Niedrigenergiehäuser in Skandinavien gab, da gab es bei uns noch die Wärmeschutzverordnung 84, was dann also Kilometer weiter hinterher war. Da waren die Skandinavier deutlich besser. Die Skandinavier sind in verschiedenen Bereichen auch heute nach wie vor besser als wir, zum Beispiel in Nahwärmenetzen für Kommunen oder auch innovative Lösungen für den Zusammenschluss zur Versorgung mehrerer Gebäude. Gibt es da Ansätze bzw. Lösungen, die wir hier wohl auch umsetzen könnten von der Technologie, was aber dann hier auf Gründen von irgendwelchen Gesetzesanforderungen dann halt schwierig ist. Danach gab es die 3-Liter-Häuser, 3-Liter. Wer da mit diesem Begriff nichts anfangen kann oder wenig, warum jetzt 3 Liter, was heißt das? 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ist der Jahresheizwärmebedarf. 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, das ist so ein flächenbezogener Grenzwert für den Energieverbrauch. Und diese 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr stehen für 3 Liter Öl pro Quadratmeter und Jahr. 3 Liter Öl deshalb, weil der Heizwert von Öl, von einem Liter Öl 10 Kilowattstunden ist. Und wenn man das auf Öl bezieht, dann kommt man auf so ein 3-Liter-Gebäude. Heute wäre alleine dieser Begriff ist absurd, weil wir heute eigentlich mit Ölheizung wenig zu tun haben, beziehungsweise ist das so ein aussterbendes Modell. Aber zu der Zeit, wo dieser Begriff geprägt wurde, war es halt tatsächlich so, dass da vermehrt Ölkessel eingebaut wurden noch und da kommt dann auch der Begriff her. Nullheizenergiehäuser bezeichnet Gebäude, die eigentlich dann von der Bilanz her tatsächlich in dem Jahr denen keine Wärme zugeführt werden muss. Und Plusenergiehäuser setzen dann noch einen drauf. Das ist dann der Trend dazu, dass man am Gebäude und dann auf dem Grundstück dann Energie erzeugt. Das kann über ein BHKW sein, über ein Blockheizkraftwerk. Das kann über eine Photovoltaikanlage sein, über vielleicht so eine kleine Windkraftanlage, die dann dafür sorgt, dass man dann mehr Energie erzeugt auf dem Grundstück, am Gebäude, über das Gebäude, was dann nachher ins Netz eingespeist wird, sodass die Energiebilanz dann tatsächlich auch negativ wird. Das heißt, es wird vom Gebäude, vom Grundstück mehr abgegeben als bezogen aus dem Netz. So, das ist diese Grafik hier. Und wir haben mit Forschungsprojekten Richtung Plusenergiehäusern haben wir zu tun gehabt. Boah, das ist 10 Jahre her. Da war das, das war dann noch ein Thema zu der Zeit. Jetzt sind es tatsächlich Quartiere und Nachhaltigkeitskriterien sind es jetzt die Umsetzung. Also insgesamt der Begriff Nachhaltigkeit, die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien für Gebäude und Quartiere. Jetzt bewegt man sich weg von der reinen Energiefrage hin zu dem Thema Komfort, Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck. Taucht das hier eigentlich noch gar nicht so richtig auf, sondern da geht es eigentlich primär um die Energiethemen dabei. Wo kommen wir her? Das Gebäudeenergiegesetz ist ja heute aktuell die Anforderung des Gesetzgebers. Da haben wir den historischen Weg über das Energieeinsparungsgesetz. Das war das ENEG. Und zu Zeiten, das Geschichte wiederholt sich. In diesem Fall, klar, wiederholt sich Geschichte in mehreren Inhalten, Hintergründen. Aber hier in diesem Fall der Energiekrise wiederholt sich das jetzt oder haben wir einen analogen Fall zu 1976, zu den Ölkrisen, die wir hatten.
wo es autofreie Sonntage gab, wo man sich dann damit beschäftigt hat, wie kann man die Abhängigkeit des Landes in Bezug auf den Energieimport ja verändern, reduzieren. Also gab es dann da oder hat man erkannt, dass es eine Notwendigkeit gibt, irgendwas energetisch zu verbessern, auch im Gebäudebereich. Und das war das Energieeinsparungsgesetz, war der Startpunkt davon. Es gab dann von diesem Gesetz mehrere Novellierungen. Und mit diesen Novellierungen wurden dann Standards verbessert, Anforderungen erhöht und im Prinzip die Vorbereitung getroffen, um im Bereich der Wärmeschutzverordnung, um im Bereich der Energieeinsparverordnung dann neue Trends zu setzen. Also die Mutter der Wärmeschutz- und Energieeinsparverordnung ist letztendlich das Energieeinsparungsgesetz. Ohne Gesetz gibt es keine Verordnung. Und dieses Energieeinspargesetz ist wieder eine Reaktion auf die Ölkrise in den 70er, 80er Jahren, ja, auf die drei. Die Wärmeschutzverordnung war die Anforderung an die Energieeffizienz, die Wärmedämmung von Gebäuden. Das war in den späten 70ern gab es das. Und jetzt haben wir schon gesagt, dass es da in Stufen Verbesserungen gab. Dann ein Jahr später kam die Heizungsanlagenverordnung, Heizungsbetriebsverordnung gab es dann. Die wurden auch fortgeschrieben, wurden Anforderungen an die regelungstechnischen Einrichtungen wurden gestellt, Anforderungen an die Dämmung wurden gestellt, Anforderungen an die energetische Qualität der Anlagentechnik. Das Ganze wurde dann zusammengeführt in die Energieeinsparverordnung, das war 2002. Und da haben wir, das ist ein ähnlicher Fall wie die Einführung von dem Gebäudeenergiegesetz, das hat auch länger gedauert. Länger heißt, man wollte eigentlich 2000 zum Jahrtausendwechsel, wollte man die Energieeinsparverordnung haben. Dann wurde aber relativ viel diskutiert, welcher Energiebezug, ist das der Primärenergiebezug, ist das der Endenergiebezug und die Anforderungen, die gestellt wurden. Da gab es hier relativ viel Diskussionen, sodass man da verzögert erst dazu gekommen ist, dass man dann die Energieeinsparverordnung verabschieden konnte. Und das hat sich dann auch wieder über Novellierung Richtung NF 2016 hin bewegt, die dann 2020 in das Gebäudeenergiegesetz übergegangen ist, zusammen mit dem Energieeinsparungsgesetz und zusammen mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, was 2009 erlassen worden ist, einmal novelliert wurde und dann in diesen drei Ebenen dann mit dem ENEG, mit der NF und mit dem EEWärmeG zum Gebäudeenergiegesetz verschmolzen ist. So, und jetzt, vorhin hatte ich das angedeutet da, dieses Niedrigstenergiegebäude, dieser Begriff, das hört sich erstmal richtig nach einer großartigen Entwicklung an. Der Begriff selber kommt aus der EU. Es gibt eine EU-Gebäuderichtlinie, die fordert Maßnahmen im Gebäudebereich, die für die EU-Mitgliedstaaten gelten, die von den EU-Mitgliedstaaten umzusetzen sind. Und da steht drin, dass in den Mitgliedstaaten Niedrigstenergiegebäude als Standard zu errichten sind, beziehungsweise dann die Gebäude im Bestand in Richtung dieser Anforderung zu entwickeln sind. So, jetzt hat man erwartet, dass es da natürlich dann eine Entwicklung gibt von diesen Energieeinsparverordnungsstandard Richtung verbesserten Wärmeschutz, Richtung verbesserte Anlagentechnik. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das verfolgt haben, was da passiert ist genau. Die große, große Erwartung und auch wieder eine lange, lange Diskussion. Eigentlich hätte 2019 schon dieser Niedrigstenergiestandard nach dem EU-Gesetz umgesetzt werden müssen. Das haben wir aber nicht geschafft, weil man sich dann noch beraten und diskutierenderweise mit diesem Thema beschäftigt hat, um dann nachher 2020 im November das Ganze zu verabschieden. Und die Veränderung war keine, eigentlich keine. Das heißt, man hat die Anforderungsebenen dieser drei Unterlagen, Energieeinsparungsgesetz, NF und EEWärmeG, hat man im Prinzip zusammengeschoben zu einem Gebäudeenergiegesetz. Viel Text. Die Tabellen, die Anlagen sind fast die gleichen geblieben, die Anforderungen sind fast unverändert und man erwartet jetzt eigentlich zum Jahr 2023, zu Ende 2023 eine Novellierung und auch damit dann eine Verschärfung von den Anforderungen. Es deutet sich an,
Es gibt ja oder gab, die werden das vielleicht kennen, ich weiß es nicht, es gab diesen KfW-Standard 55, wo dann auch viel im Neubaubereich beantragt wurde, umgesetzt wurde. Das war eigentlich so der Standard, der am meisten umgesetzt wurde. Da wurden die Fördermittel halt eingesetzt, um verbesserte Dämmung von dem Gebäude umzusetzen, was dann aber noch wirtschaftlich vertretbar war alles. Und durch den Wegfall von diesem 55er-Standard, also dem Nicht-mehr-Fördern dieses Standards, muss man davon ausgehen, dass dann wahrscheinlich die Entwicklung der Anforderungen der Gebäude in Richtung der Neubauten von Gebäuden in Richtung von diesem ehemaligen KfW oder EH55-Standard sich bewegt. Diese Veränderung, erstmal ist es hier so, diese Grafik soll eigentlich darauf hindeuten und soll einem bewusst machen, was Ihnen auch klar ist, dass die Aufgabe, das wurde auch diskutiert, wie man denn bei uns im Land Energie einspart, macht man das über den Verkehr, macht man das über die Gebäude, macht man das über die Industrie. Und im Gebäudebereich ist es so, dass wir einen hohen Anteil an Bestandsgebäuden haben, unterschiedlichster Baualtersklassen, insbesondere mit einem großen Anteil nach dem Krieg, der neu gebaut wurde. Dieser Neubauanteil, was jetzt natürlich Altbaubestand ist nach dem Krieg, da kann man sich drüber streiten, da kann man sich eigentlich nicht, ob das schön ist oder nicht. Also das waren funktional einfache Gebäude, die architektonisch nicht unbedingt da einen ganz hohen Anspruch haben, die dann auch von den Baustoffen, von der Qualität her nicht hervorragend waren unbedingt, sodass dann tatsächlich diese Energiekennwerte nicht unbedingt besser wurden als vor dem Krieg. Und wir haben gerade von diesen Gebäuden haben wir relativ viel noch da. Und das, was zugebaut wurde oder zugebaut wird, ist eigentlich relativ gering von der Zahl. Die große Aufgabe, die wir haben, ist die Sanierung vom Bestand. Und wenn man es dann sich überlegt, das ist ja ein Thema, was Sie alle haben, wenn Sie denn in einem Altbau sich bewegen und Sie haben dann einen Gaskessel oder einen Ölkessel, dann ist die Frage, was meinen jetzt die Kirchen, mit denen wir da zu tun haben, diese Gemeindehäuser, die haben auch dieselbe Frage, stellt sich in der St. Andreas-Kirche in der Stadt in Hildesheim. Das ist ja die größte Kirche Niedersachsens, habe ich gehört. Da ist es tatsächlich so, dass da noch ein Ölkessel drin. Ich glaube, ja, das ist ein Ölkessel. Auf dem Hof sind 40.000 Liter davor. Und man stellt sich natürlich die Frage, wenn ich für einen Gottesdienst, das war die Aussage, wenn ich für einen Gottesdienst da 1.000 Liter Öl verbrauche, um einmal diese Kirche auf Temperatur zu bringen, damit ich dann am Sonntag da meinen Gottesdienst machen kann. Was tut man dann angemessenerweise, um diesen riesigen Energieverbrauch irgendwie zu reduzieren? Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir dann auf erstmal, die Emissionen war schon immer kritisch, das ist richtig, aber auch zu Preisen kommen, die dann auch gar nicht mehr bezahlbar sind. Auf der anderen Seite natürlich dann zu der Situation kommen, dass es den Energieträger dann, wie lange gibt es den noch in dieser Verfügbarkeit? Das ist dann auch eine Frage, sodass dann sich die Frage stellt, wie versorgen wir denn unsere Bestandsgebäude? Das ist dann die zentrale Frage für die Zukunft. Und da hat die Wärmepumpe eigentlich so die im Augenblick diese zentrale Position als ablösende Lösung der Kesseltechnik. In der Entwicklung der Gebäudeenergieeffizienz oder Standards hat man mal den Lüftungswärmeverlust als kleineren Anteil gehabt. Also da ging das meiste eigentlich über die Gebäudehülle weg. Die Hülle war nicht gedämmt von den Gebäuden, teilweise heute auch noch, klar. Aber aufgrund des fehlenden Wärmeschutzes dieser großen Flächen und einfach auch der hohen Wärmeleitfähigkeiten von den Baustoffen hier aus den Gebäuden da in Richtung nach dem Krieg, haben wir relativ hohe Verluste. Angenommen, die Gebäude werden gedämmt, dann nimmt dieser Wärmeverlust über die Gebäudehülle, reduziert sich, nimmt ab. Und was nimmt zu? Der Anteil der Lüftung. So, Fenster auf, Fenster zu, frische Luft muss rein. Die Notwendigkeit habe ich, ob ich jetzt ein Bestandsgebäude habe oder ich habe ein gedämmtes Bestandsgebäude oder ich habe einen Neubau. Ich muss zusehen, dass ich meine Nutzer, meine Bewohner mit Luft versorge. Und dann nimmt der Lüftungswärmeverlust zu in Abhängigkeit oder im Vergleich zu dem Transmissionswärmeverlust. Das Ganze verschiebt sich vom Verhältnis her. Wenn ich jetzt einen Neubau habe, der eine relativ gute Wärmedämmung außen hat und lüftet über Fenster, dann hat tatsächlich mein Fenster oder mein Lüftungswärmeverlust den deutlich größeren Anteil im Vergleich zu dem Wärmeverlust über die Wand.
kommt dann oder man kommt zu dem Schluss, dass wenn es dann zu einem richtig, richtig energetisch effizienten Gebäude geht, dass man dann zu einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kommen muss. Und da sind wir dann in Richtung ja, BEG 40 oder EH 40 oder Passivhaus tatsächlich. Eine ähnliche Entwicklung haben wir bei dem Trinkwarmwasser, Wärmebedarf, anteilig, das war mal so im Bestand. Oder wenn man ein Bestandsgebäude hat, ist das auch heute noch so, dass der, also diese Warmwasser, der Warmwasserbedarf, der Energiebedarf zur Warmwasserbereitung im Bereich von, weiß ich nicht, von 10% sich bewegt ungefähr. Wenn mein Gebäude besser gedämmt wird, bewegt sich das nach unten insgesamt, aber der Anteil von dem Warmwasserbedarf nimmt zu, sodass heute bei Passivhaus Lösungen, also Gebäude mit einem Wärmeschutz von 30 cm an der Außenwand, bis zu 30 cm an der Außenwand, 40 cm am Dach, Dreifachverglasung und eine geometrisch ganz einfache Form zur Verringerung der Wärmeverluste habe ich dann im Verhältnis von 50% oder ja, Hälfte Bedarf. Das sind Entwicklungen, die sich aus dieser ja, verbesserten Wärmedämmung der Gebäude ergeben. Und wenn man jetzt dazu kommt, jetzt kommen wir so langsam, kippen wir an diese Geschichte, dass wir uns mit den Gebäuden beschäftigen tatsächlich, ist es wichtig, dass man die Themen Standort, Verfügbarkeit von regenerativen Energien am Standort berücksichtigt. Bei der Konzeptentwicklung, bei der Versorgung von Gebäuden habe ich eine Möglichkeit, Grundwasser zu nutzen, habe ich eine Möglichkeit, Geothermie zu nutzen. Wie orientiert sich mein Gebäude in der, ja, in der Natur? Habe ich dann meine verglasten Anteile nach Süden orientiert zum Beispiel? Kann ich auf meinen Dachflächen verschattungsfrei Photovoltaik umsetzen oder Solarthermie? Dann die Frage, was habe ich für eine Gebäudehülle? Ist mein Gebäude in der Lage, über passive Maßnahmen, das heißt über eine Verschattung im Sommer, über einen Wärmeschutz im Sommer und über einen Wärmeschutz im Winter, die Verluste zu reduzieren? Oder habe ich von der Voraussetzung her ein Gebäude, was relativ schlecht gedämmt ist, einen schlechten Sonnenschutz hat und darüber dann nachher mehr aktive Energie braucht? Sind meine Heizanlagen und Anlagen zur Kühlung geeignet, um regenerative Energien zu nutzen? Nutze ich überhaupt denn regenerative Energien für die Versorgung meines Gebäudes? Das sind so die Themen, die wir hier oben haben. Dann haben wir noch diese, ja, das ist eigentlich so mehr aus dem Industriebereich, Lastanalyse, Gebäudebetrieb, Gewerbe oder auch Prozessoptimierung. Das ist so eigentlich so energetische Themen aus dem Industriebereich, dass ich dann meine Prozesse angucke und da auch noch sehe, was ich da miteinander vernetzen kann. Kann ich meine Wärme, die Abwärme aus einem Prozess als Eingangswärme für einen anderen Prozess nehmen? Wie steuere ich meine Prozesse? Wie reduziere ich meine Spitzen? Kann ich denn meine Prozesse in der Produktion so weit anpassen, harmonisieren, dass ich Spitzen vermeide, zum Beispiel Lastspitzen? Das sind Dinge, die ich in der Industrie dann als Energiemanager zu beachten habe. Was habe ich für Lastgänge aus meinem Schichtbetrieb oder aus den Prozessen, die wir haben? Und wichtig ist, dass wenn man sich mit Energiekonzepten, Versorgungskonzepten für, ob das jetzt Wohngebäude sind, Nichtwohngebäude sind oder die Industrie beschäftige, ist es wichtig, dass man tatsächlich, das kennt man, alle Betroffenen an einen Tisch holt und sich gemeinsam mit der Frage beschäftigt, wie man denn energetisch sparsam und besonders nachhaltig die Gebäude versorgen kann mit Energie. Welche Maßnahmen kann man treffen? Wie sind Maßnahmen miteinander aufeinander abzustimmen, zu vernetzen miteinander, um dann nachher so ein ganzheitliches Konzept für ein Gebäude umzusetzen oder für meinetwegen so einen Produktionsstandort? Und da ja, ist es wichtig, dass man einmal sich einen Standard setzt, na klar, aber auch diesen Standard oder dieses Setzen des Standards, diese Vorgabe von Energiekennwerten muss natürlich dann überprüft werden, ob die erreicht werden in der Praxis. Dieses Zusammenfassen von Mitwirkenden in diesem Planungsteam, das sehen wir hier. Es muss erstmal ein Ziel geben, da will man hin energetisch, beziehungsweise kann das Ziel natürlich diskutiert werden, aber es muss eine Vorgabe geben, wo will man hin. Dann sind wir in dem Bereich der Planung, wo dann alle Beteiligten ihren Beitrag leisten sollen und auch können im Bereich der Konzeptentwicklung. Und das ist eigentlich so die Praxis, die sich heute entwickelt hat, der Standard.
Es war mal so, dass es eine serielle Planung gab. Seriell heißt, der Architekt plant das Gebäude und danach kommt irgendwann der Versorgungsingenieur bzw. der Techniker und kriegt dann die Aufgabe gestellt, hier ist das Gebäude, mach was draus, statte das aus. Und die Fachrichtung an der, ja, an der Uni in Braunschweig in der Architektur, da war ich mal Assistent, die hieß tatsächlich auch mal technischer Ausbau. Das sagt schon ziemlich viel über diese Vernetzung von der Gleichzeitigkeit von Konzeptentwicklung, von Maßnahmen im Bereich der Technik und an der Gebäudehülle. Technischer Ausbau heißt, der Ausbau kommt nach diesem Gebäude, nach dem Gebäude, nach der Gebäudeplanung. Das ist heute bei weitem nicht mehr so. Der Standard ist eigentlich der, dass man das im integralen Prozess, also in tatsächlich in der mit dem Zusammenwirken aller, dann zu abgestimmten Energieversorgungskonzepten kommt. Dann muss es errichtet werden, das Gebäude. Es muss geprüft werden, ob das alles umgesetzt ist, was vorgegeben war. Und dieses Monitoring ist ganz, ganz wesentlich. Also das Monitoring, was heißt das jetzt? Was ist das für ein Begriff? Das ist die messtechnische Bewertung von den umgesetzten Maßnahmen im Betrieb. Das heißt, das Konzept alleine ist schon schön. Schön, dass wir es haben, wunderbar. Papier ist geduldig, ein Plan ist geduldig, ein Schema ist geduldig, alles gut. Aber interessant ist es dann halt zu gucken, ist das Gebäude oder die Anlagentechnik so im Betrieb, wie es soll? Funktioniert die Regelung so, wie sie soll? Gibt es oder sind die richtigen Regelungsparameter eingestellt, beziehungsweise es gibt auch den Fall tatsächlich, dass dann Sensoren für die, ja, für die Regelung von dem System auch falsch positioniert sind, beziehungsweise ganz fehlen, sowas gibt es auch. Also es ist ganz, 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 ganz selten der Fall, dass ein Gebäude oder ein System von Anfang an funktioniert. Es ist eher die Regel, dass man da mitunter mit Problemen zu tun hat und dann sich erstmal Gedanken machen muss, gerade in der ersten Zeit nach der Inbetriebnahme, wo die Fehler liegen, beziehungsweise wie man es hinkriegt, dass so ein Gebäude dann so funktioniert, wie es soll. Die, ja, die Erschließung von Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich, das sind so die üblichen Verdächtigen, die wir hier zusammengeschoben haben. Die Warmwasserbereitung kann verbessert werden Richtung Temperaturniveau, Richtung Verteilung der, ja, der oder Verteilung des Warmwassers. Ist es vielleicht interessant, dezentral zu versorgen? Das ist gerade in Bürogebäuden ist das interessant, wenn ich jetzt ein Waschbecken habe in irgendeinem Büro, ob es notwendig ist, die Frage muss ich mir stellen, dass ich dann von einem zentralen Speicher aus mit einer Warmwasserleitung dieses eine Waschbecken anfahre und dazu gibt es in der Regel noch so eine Zirkulationsleitung, dass ich dann hygienisch einwandfreies Wasser kriege an der Zapfstelle. Das sind riesen, riesen Verluste und das kann ich natürlich besser machen, indem ich dann was Dezentrales, Einfaches, Strombasiertes baue. Das meint dieses hier, dann haben wir hydraulischen Abgleich. Es ist fatal, wenn ein System ja eigentlich nicht abgeglichen, nicht ausgeglichen funktioniert, wenn also da Volumenströme gefördert werden, auch falsch gefördert oder fehlgefördert werden, sodass dann der Effekt der gleichmäßigen Wärme- oder Luftversorgung nicht erreicht wird. Das sollte dann schon erstmal berechnet werden von vornherein, dann auch in der Inbetriebnahme eingestellt werden, geprüft werden. Das meint dieser Spiegelstrich hier. Dann haben wir Pumpen, die im Bestand drin enthalten sind in den Anlagen, aber dann durchaus auch einfach getauscht werden können gegen effizientere Pumpen. Klar kostet das erstmal ein Investitionsbudget, das ist richtig, aber im Grunde genommen ist es dann so, aufgrund der Tatsache, dass die energetische Effizienz dann doch sehr viel höher ist, dass sich das auch rechnet. Und so setzt sich das hier fort. Da haben wir hier so Maßnahmen zusammengetragen, sowohl in der Industrie interessant sind, zu erkennen und zu umzusetzen, zu optimieren, als auch im Privatgebäudebereich. Die Grafik hier ist so ein bisschen komplizierter, glaube ich. Was meint die? Das ist so dieser Hinweis nochmal auf diese begleitende Messung im Betrieb. Warum braucht man das? Wir gucken uns das, ja, gibt es für den Bestand und für den Neubau gibt es diese Strategie des Messens im Betrieb. Ja, wie kommt man da oder wie geht man da vor? Bei einem Bestand wäre es so, gibt erstmal wieder Zielvorgaben, wo will man hin? Dann muss es dann gibt es eine Bestandsaufnahme. Was verbrauche ich denn jetzt gerade an Energie? Wie ist denn mein Lastverlauf?
Das muss ich wissen. In der Regel ist es so, dass in den Unternehmen dann diese Erkenntnis über den Energieverbrauch gar nicht vorhanden ist. Dann gibt es irgendwelche Zähler, da haben wir Summenwerte übers Jahr, schön, aber wir brauchen eigentlich einen Lastverlauf über die Stunde, über die Minute, über den Prozessbetrieb. Dann gibt es eine Bewertung von diesen Messwerten, die man im Bestand aufgenommen hat. Dann gibt es eine Ableitung von Prioritäten. Also ich kann an der und der Stelle, wenn ich das und das mache als Maßnahme, kann ich viel einsparen. Also gehe ich da zuerst dran. Irgendwelche Maßnahmen, die dann nicht so viel Ertrag haben, die berücksichtige ich später. Und das wird dann realisiert, diese priorisierten Maßnahmen. Und wenn die dann umgesetzt sind, dann muss ich mich im Rahmen von diesem intensiven Monitoring, muss ich mich dann in einer höheren Auflösung, das heißt, ich habe dann eine größere Zahl von Messwerten in kürzeren Zeitintervallen, indem ich mich dann intensiv mit meinem Prozess oder meinem Anlagenbetrieb beschäftige und das dann rauslese, ob das so funktioniert, wie es eigentlich soll, in Abhängigkeit der Temperatur zum Beispiel, die Vorlauftemperatur von der Heizung, in Abhängigkeit der Außentemperatur oder der Maststrom in der Rohrleitung, in Abhängigkeit von der Temperatur und, oder von der Auslegung. Dann haben wir, werden Kennwerte gebildet. Kennwerte heißt, was habe ich denn jetzt für einen Verbrauch pro Quadratmeter? Das ist wichtig. Und dann habe ich die Erkenntnis daraus, dass meine Anlage vielleicht doch nicht so funktioniert, wie sie soll. Und dann muss ich irgendwie was im Betrieb verändern. Ich muss Parameter optimieren, variieren. Und dann komme ich in der Schleife wieder zurück, gucke mir das wieder genau an, wenn ich jetzt was geändert habe. Was passiert denn dann mit meiner Anlage? Und irgendwann passt es dann. Und wenn es dann passt, dann geht es in so ein Low-Level-Monitoring über, wo ich dann mit einer reduzierten Anzahl an Sensoren und mit einem größeren Messintervall meine Kenndaten aufnehme, Kennwerte bilde und dann nachher sicher bin, dass die Anlage dann so funktioniert, wie sie soll. Angenommen, ich hätte jetzt da Ausreißer, würde man wieder in diese höhere zeitliche Auflösung zurückfallen und dann wieder gucken, woran es denn liegt. Und bei einem Neubau gibt es eigentlich so diese Option der Messung im Bestand gar nicht, sondern da muss ich, wenn es kompliziertes Gebäude ist, muss ich dann eine Simulation machen, vielleicht ein Energiekonzept entwickeln. Und dann stehe ich natürlich, wenn ich irgendwas neu gebaut habe, stehe ich genauso vor der Frage, tut es denn so, wie es soll oder tut es das nicht? Und dann bin ich auch wieder mit Messtechnik dabei. Ich muss vorher ein Konzept machen, welche Sensoren brauche ich, wo müssen die sitzen, was will ich denn messen, damit ich bewerten kann, ob es gut funktioniert oder nicht. Und das sind dann diese Schritte, die man dann in diesem Monitoring umsetzt, der Reihe nach. Gut, dann kommen wir zu den Beispielen. Und das ist jetzt hier ein Einfamilienhaus. Ich spreche da so die wesentlichen Punkte an. Da haben wir massive Gebäude, die wir hier haben. Es sind vorgefertigte Bauteile. Das wäre vielleicht von der Reduzierung der Produktionskosten von so einem Gebäude interessant, dass ich fertige Bauteile in der Herstellung schon produzieren kann, vorrichten kann, das dann vor Ort dann zusammenfügen kann zu so einem Gebäude. Das geht nicht nur bei Holztafelbauweise oder was, das geht dann auch bei Betonbauten zum Beispiel. Aber wenn wir uns dann dieses Energiekonzept angucken, das ist so, dass wir hier tatsächlich nichts mit Gaskesseln, nichts mit Ölkesseln haben, das ist hier ein Einfamilienhaus. Wir haben eine Wärmepumpe, die das Erdreich nutzt, aus dem geringen Temperaturniveau des Erdreichs, über den Verdichter, den wir hier haben, über den Kompressor, dann ein höheres Temperaturniveau bereitstellen kann, was dann für die Heizung genutzt wird. Und hier ist es so, dass die Heizung Teil des Bauteils ist. Das ist ganz interessant, weil ich hier keinen Heizkörper als solches habe, der an die Wand geschraubt wird, sondern ich habe einfach meine Rohrleitung in dem Bauteil integriert. Vorteil ist, dass ich die Flächen alle nutzen kann. Das ist das eine. Wobei, ja klar, wenn ich jetzt eine Wand habe und da ist meine Rohrleitung drin, so eine Wandheizung, dann ist natürlich klar, ich kann da, wenn ich einen Schrank davor stelle, habe ich ein Problem. Das ist richtig, wenn die Bemerkung kommt, das stimmt schon. Aber ich habe natürlich hier wie so eine Art Speicher. Das heißt, mein Gebäude ist dann ein thermischer Speicher an sich. Ich kann meine Bauteile um 1 Grad zum Beispiel überwärmen und habe dann die Wärmepumpe tatsächlich auch betrieben eine ganze Zeit, habe die Wärme genutzt,
die mir zum Beispiel über die Photovoltaikanlage zur Verfügung gestellt wird, sodass ich dann einen durchgehenden Wärmepumpenbetrieb habe mit einem thermisch aufgeladenen Gebäude im Winter, was ja ganz angenehm sein kann vielleicht, und dann diese Wärme an den Raum abgegeben wird im Verlauf des Tages, wenn dann der Photovoltaikstrom nicht zur Verfügung steht. Wir haben hier noch eine zweite Wärmepumpe. Das ist eine Abluftwärmepumpe. Also wir haben hier einen Abluftbereich, Zuluft kommt über die Fenster rein, dann gibt es eine Überströmzone, dann gibt es eine Küche oder ein Bad, wo die Luft abgesogen wird. Dann haben wir hier eine warme Luft von 21, 22 Grad. Da wird die Wärme zurückgewonnen über eine Wärmepumpe nochmal. Und diese Wärmepumpe wird genutzt dann nachher, um Trinkwarmwasser bereitzustellen. Also haben wir hier eine Photovoltaik, eine Lüftungsanlage, eine Wärmepumpe, Geothermie basiert, eine Wärmepumpe, Abluft basiert, sodass wir eigentlich da kein Gas und keine Ölversorgung haben in dem Fall. Das ist hier so ein Gebäude, das ist über seine Geschichte eigentlich fast interessanter als das, was da jetzt zu sehen ist. Das ist ein Neubau in einem ganz hohen Energiestandard. Das ist ein EH oder EG 40 Plus Effizienzgebäude, Wohngebäude, 20 Wohneinheiten, wird gebaut in Sickte, was ja dann auch hier gar nicht so weit weg ist. Und dieses Gebäude haben wir als vom Energiekonzept her ausgestattet zu Anfang mit einer Wärmepumpe, mit so einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das war das Ziel. Es gibt eine Förderung für dieses Gebäude. Sie sehen hier oben die Photovoltaikanlage auf dem Dach angeordnet. So soll das mal aussehen. Ich meine, der Rohbau müsste fast stehen jetzt, eigentlich so langsam. Wann war das? Im November, glaube ich. Im November oder im Oktober war, meine ja, da war der Bodenaushub fertig und wurde die Bodenplatte gesetzt. Dann wurde diese Wärmepumpenlösung verworfen und man hat dann hier, das ist hier dargestellt, so ein Gas-BHKW umsetzen wollen. Das ist im Augenblick noch der Stand. Das Gas-BHKW war dann, die hatten einen Wechsel von der KfW-Förderung, von dem KfW 40 Plus zu einem EH oder EG 40 Plus. Das heißt, diese BEG-Förderung, das hat sich, die Förderkonditionen haben sich geändert zu dem Beginn oder Stellung des Bauantrages, sodass man dann hier dieses Gas-BHKW nicht als Erdgas-BHKW betreiben konnte, sondern als Biomethan-BHKW betreiben musste. Das ist jetzt der aktuelle Plan. Also wir haben hier das BHKW, dann haben wir hier so einen Spitzenlast-Gaskessel. Wir haben eine Batterieanlage vorgesehen gehabt in dem Gebäude, die aber jetzt wahrscheinlich noch nicht umgesetzt wird. Das kommt später. Wir haben Ladestationen in dem Gebäude. Eine Photovoltaikanlage haben wir gehört. Und derzeit ist es so, dass das im Augenblick schwierig ist, das so auszustatten. Warum ist das schwierig? Es gibt einen Kontraktor, das heißt ein Unternehmen, das diese Anlage errichtet und Wärme verkauft an die Bewohner dann. Und es ist im Augenblick unklar, was mit dem Gasnotfallplan passiert. Also angenommen, es wäre so, dass der Versorger, der kein Stadtwerk ist, das Biomethan nicht nutzen darf, um Strom zu erzeugen, dann hätte er nicht die Möglichkeit, das BHKW zu betreiben, also das Blockheizkraftwerk, diesen Verbrennungsmotor, sondern müsste das mit dem Gaskessel machen. Dann wären die Förderbedingungen von der BEG, von der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude, nicht erfüllt. Und das ist eine Frage, die ist derzeit unbeantwortet, sodass eigentlich fast so die Wärmepumpe jetzt die bessere Lösung gewesen wäre. Und da hängt man jetzt im Augenblick. Also die Entwicklung von der Luftwasserwärmepumpe zum Erdgas-BHKW, zum Biomethan-BHKW mit der Frage jetzt, ob es nicht vielleicht doch als Wärmepumpe besser gelöst ist, die stellt sich tatsächlich für dieses Gebäude. Hier haben wir so eine, die Dachbelegung komplett. Das ist auch im Sinne des Investors, soll das so passieren, dass man dann auch, das ist ja in vielen Projekten ist es so, dass man halt das als Investor tut, was geht. Und hier kommt eine Batterie dann halt rein und die Photovoltaikmodule kommen rein und mit entsprechendem Beitrag für die Elektromobilität beziehungsweise für
nominell oder bilanzmäßig zumindest für die Wohneinheiten. Dann haben wir hier so ein Nichtwohngebäude. Das ist ein Hochschulgebäude. Das ist also eine Liegenschaft, die öffentliche Hand ist. Das ist ein Hochschulgebäude, das ist ein Hörsaalgebäude aus Salzgitter, also auch nicht weit weg. Hier aus der, in der Region steht das Ganze. Und das Energiekonzept ist eigentlich auch ganz interessant tatsächlich. Das ist ungewöhnlich, auch zu der Zeit ungewöhnlich, das ist ja auch schon 20 Jahre her hier, wenn man sich das anguckt. Das ist relativ ungewöhnlich, dass für ein Gebäude, also ein Hochschulgebäude, so ein derartiger Aufwand in die Technik investiert ist. Und das ist tatsächlich, vor 10 Jahren gab es das üblicherweise nicht, sondern da wurde halt das Einfache an Technik eingebaut. Da hätte man einen Gaskessel eingebaut, da hätte es gar keine Frage gegeben, aber man hat es hier anders gemacht. Und das, was man hier anders gemacht hat, wäre natürlich heute eigentlich fast gesetzt. Warum? Weil man von diesen fossilen Energieträgern in der Breite dann wegkommt von der Nutzung. Es gibt Erdsonden auf dem Parkplatz. Also das sind 90 Meter tiefe Bohrungen, die abgesägt sind, die dann eine Wärmepumpe mit Umweltenergie versorgen. Diese Wärmepumpe ist in der Lage, dann nachher über den Verdichterstrom höhere Temperaturen zu erzeugen und über einen Pufferspeicher, also über einen Wärmespeicher dann nachher, die Heizung des Gebäudes zu übernehmen auf der einen Seite. Und jetzt weiß ich nicht, ob Sie sich mit Wärmepumpen beschäftigt haben, ob Sie sich da auskennen, aber um jetzt um jetzt auf der einen Seite Wärme bereitzustellen, muss die antreibende Quelle abgekühlt werden. Und dieses Abkühlen, das ist tatsächlich so eine Kaskade dann, die ist hier dargestellt mit diesen Pfeilrichtungen. Man kann einmal direkt kühlen über die Erdsondenanlage, also richtig kühlen das Gebäude im Sommer. Auf der anderen Seite hat man hier so einen Kältespeicher von der Geothermie und man ist in der Lage, dann nachher aus diesem Kältespeicher von der Geothermie die Wärmepumpe zu speisen von der Quellenseite, die dann wieder höher temperierte Wärme erzeugt. Und über dieses Abkühlen von dem Kältespeicher kann man die besonderen Bereiche in dem Gebäude, da ist ein Tonstudio drin, ein Videostudio drin, da ist relativ hoher Kältebedarf, dass hier eigentlich der große Nutzen ist, dass man über die Bereitstellung von Wärme auch gleichzeitig kühlen kann, beziehungsweise sogar dann frei mit der Erdsondenanlage kühlen kann, also direkt übers Erdreich da das Gebäude mit Kälte zu versorgen im Sommer, was natürlich einen energetisch hohen Anspruch hat und sehr effizient ist. So. Jetzt haben wir hier so ein Luft-Erdreich oder Luft-Erdwärme-Tauscher steht da als Begriff hier oben drin. Jetzt kann man sich überlegen, was das denn jetzt noch ist. Und das sehen wir hier in dem nächsten Bild. Sie stellen sich vor, wo ist denn der Parkplatz ist hier vorne. Hier ist der Parkplatz von dem Gebäude, da stehen die Autos. Jetzt gehen wir hier, wir springen auf die andere Seite vom Gebäude, auf diese Seite. Okay. Hier Parkplatz, da ist die andere Seite. Jetzt gucken wir uns das hier an. Hier ist der Parkplatz. Da. Hier ist die andere Seite vom Gebäude. Da gibt es eine Luftansaugung. Und dann gibt es hier wird die Luft angesogen. Dann gibt es so Kanäle unter der Bodenplatte von der Höhe, von der Breite her, einmal 1 Meter. Die Luft, die hier über diesen Ansaugturm angesogen wird, gelangt über diese einmal 1 Meter Kanäle, Betonkanäle zu der raumlufttechnischen Anlage, also zur Lüftungsanlage. Im Winter wird die Luft unter dem Gebäude vorgewärmt. Im Sommer wird die Luft vorgekühlt, sodass dieser Effekt, den wir hier haben, also hier das Blaue ist hier die Außentemperatur, ne, die ist im Sommer ist die hoch und im Winter ist die kalt oder ist niedrig. Und die Luft, die wir hier haben im Erdreichwärmeübertrager, das ist die rote. Also wir haben eine Vorwärmung im Winter. Sehen wir hier die Differenz von Blau zu Rot. Und eine Vorkühlung, eine Temperierung im Sommer, sodass wir dann tatsächlich aktive Kältetechnik brauchen wir dann weniger. Und das ist eine Maßnahme, die kann man sowohl in der Industrie als auch in Nichtwohngebäuden als auch in Wohngebäuden umsetzen. Also so eine Vorwärmung, Vorkühlung von Luft über das Erdreich. Dann haben wir ein Gebäude aus Rautheim, das ist auch um die Ecke. Und da haben wir hier so eine Druckerei. Das Gebäude ist von der Druckerei Oehling. Wenn Sie, klar haben Sie mit Telefonbüchern was zu tun, mit den gelben Seiten haben Sie was zu tun. Wenn Sie da auf die Rückseite gucken, dann ist das häufig so, dass diese
Telefonbücher kommen oder kamen aus der Druckerei Oeding. Die hat mal in Braunschweig gedruckt, über 4 Geschosse, glaube ich, in der Wilhelmstraße. Das war ein Riesendrama, weil die dann nachher ihre ganzen Papiere, dieses Papier über die Stockwerke verteilen mussten, vom Lager zu den Druckmaschinen, wieder zurück zum Packen und so weiter und so fort. Und die haben da auf der Grünwiese in Rautheim haben sie Neubau hingesetzt und haben dann ein Energiekonzept umgesetzt als Plus-Energie-Druckereigebäude. Das Gebäude wurde mehrfach tatsächlich prämiert, hat mehrere Auszeichnungen gekriegt, Umweltpreise und so weiter, Nachhaltigkeitspreise. Das Energiekonzept ist hier dargestellt und das war auch mal ein Forschungsvorhaben tatsächlich. Wir haben hier eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich hoffe, die sehen wir hier irgendwo. Da ist die Photovoltaikanlage hier auf dem Dach, okay. Dann haben wir einen Kompressor, die in dem Gebäude für die Produktion, für die Druckmaschinen wird Druckluft gebraucht, also brauchen wir Kompressoren. Die Kompressoren haben eine Möglichkeit, Abwärme zu nutzen. Wir haben hier relativ hohe Temperaturen drin. Die kann man nutzen, um wieder Wärme bereitzustellen. Die Kompressoren sind hier. Die stehen dann in so einem Technikbereich. 2 Kompressoren, die eine Möglichkeit haben von der Wärmerückgewinnung. Das sind diese hier. Dann haben wir BAKWs. Also ja, ein BAKW haben wir. Wo ist das? Das ist das EC-Power-BAKW. Ja, Wärme und Strom wird erzeugt. Haben wir jetzt schon ein bisschen was von gehört. Dann haben wir eine Adsorptionskältemaschine. Was ist das jetzt? Ohne dass wir jetzt großartig auf die Technologie eingehen, gibt es die Möglichkeit, aus Kälte Wärme zu erzeugen. Das passiert über Adsorption oder Absorptionsvorgänge. Also sorptive Kälteerzeugung, Kältebereitstellung. Das BAKW und alles, was da Wärme einspeist, auf einem höheren Temperaturniveau, liefert dieser Kältemaschine Wärme zu, die dann dazu verwendet werden kann, um hier Kälte bereitzustellen, Kälte zu erzeugen. Diese beiden Dinger hier, die sind hier angeordnet. Das sind die Adsorptionskältemaschinen, die stehen da. Und das ist auch eine sehr interessante technische Maßnahme in der Industrie, um dann das Ganze von der energetischen Seite sehr effizient zu gestalten. Dann haben wir Druckmaschinen. Die Druckmaschinenabwärme kann genutzt werden. Allerdings hat die Druckmaschinenabwärme nur ein relativ geringes Temperaturniveau. Jetzt haben wir hier diese Ebene mit den Speichern. Das ist eigentlich die interessanteste dabei. Und vielleicht gehen wir einmal nochmal hier auf den Verbrauch ein. Wir haben hier den Bürobereich. Wenn man sich anguckt hier, da kann man ahnen, dass hier sind Büros vorne. Dann haben wir Besprechungsräume, haben wir hier oben drin, den Empfang, der ist hier unten. Diese Bereiche werden, natürlich werden die geheizt, logischerweise müssen ja geheizt werden. Das passiert über sogenannte Inverter. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier so einen Inverter noch habe irgendwo. Doch, hier, da oben in der Ecke sind Inverter. Was sind das für Dinger? Das sind Wärmepumpen, die über eine Wärme von einer geringen Temperatur eine wärmere, höhere Temperatur machen, die zum Heizen taugt. Im Umkehrschluss ist es so, dass im Sommer die Wärme aus den Räumen rausgenommen wird, also gekühlt wird, die Büros. Und diese Wärme dann nachher über diesen umgekehrten Prozess dann wieder mit höherer Temperatur an entweder die Umgebung oder aber an den Speicher abgegeben wird, und zwar an diesen hier. Das heißt, das ist der Niedertemperaturspeicher, der im Winter die Abwärme für diese Inverter liefert zum Heizen. Und der im Sommer die Abwärme aufnimmt von den Invertern aus der Kühlung der Räume. Und diese Geschichte hier, also der kann auch mit der Rückkühlwärme umgehen. Dieser Speicher hier ist eigentlich der interessanteste von den ganzen Speichern. Das ist hier der Hochtemperaturspeicher mit 90 Grad. Das ist eine einfache Dimensionierung von diesem, also die Größenbemessung. Der Kältespeicher ist auch eine relativ einfache Größenbemessung. Das geht über die Standardansätze von der Kältetechnik bzw. der Wärmetechnik, geht das zu machen. Dieser Niedertemperaturspeicher aufgrund dieser Abhängigkeit von der Invertergeschichte, von den Lastverhältnissen aus dem Gebäude, von dem Abwärmen der Druckmaschinen und so weiter und so fort, ist es so, dass man sich hier über Simulationen dahin bewegen muss. Das ist hier die Kaltseite, die Warmseite und das ist der Speicher. Der Speicher hat, das ist hier die 40 Grad, die Temperatur im Sommer, die nicht überschritten werden darf. Sonst funktioniert es nicht mehr von der Kühlung der Räume. Und im Winter,
haben wir eine Temperatur von 20 Grad, die eigentlich nicht unterschritten werden darf, weil im Sommer die 14 nicht überschreiten, im Winter die 20 nicht unterschreiten, damit es noch funktioniert. Und die Größe von dem Speicher muss genau das hergeben, sodass wir da mit einer Simulation das machen mussten. Und das sind 100 Kubikmeter wurde der groß, ein horizontal liegender Speicher, der war so groß, dass der nicht in die Produktion rein konnte, sodass der irgendwie unter dem oder außen umgesetzt wurde. So, das sind die beiden kleinen, der kalte und der warme Speicher. Das ist dieser Niedertemperaturspeicher, der eigentlich so der interessanteste ist. Über die Anlagentechnik haben wir schon gesprochen. Und dann war der Ansatz hier, dass man so ein Plus-Energie-Druckereigebäude haben wollte. Das heißt, es sollte mehr Energie erzeugt werden als verbraucht werden, was natürlich für so einen Produktionsstandort interessant ist oder ein Riesenziel ist. Und alleine dieses Ziel ist schon so hoch gesteckt, dass dieses Gebäude und die Firma Oehling dann relativ viel Preise bekommen hat für diese Idee und für dieses Umsetzen der Idee, auch wenn es dann am Ende nicht ganz geklappt hat. Dieses Jahr ist es so, dass es, oder das letzte Jahr, das haben wir heute, glaube ich, ausgewertet, oder war es gestern, ich weiß es gar nicht, das war von der Photovoltaik her ein relativ schlechtes Jahr, sodass dann die Bilanz hier noch ein bisschen ungünstiger ausgefallen ist. Aber man hat da relativ viel Preise gekriegt. Wenn wir jetzt bei Stadtquartieren sind und diese Speicherthematik hier, das ist das, was wir hier gesehen haben, diese Speicher unterschiedlicher Größe jetzt für so ein Konzept in einem Gebäude, sind schon interessant, klar. Weil die letztendlich, das haben sie ja bei Elektrospeichern, also Batterien mit PV-Anlagen und mit der E-Mobilität, das kennt man, weil man damit umgeht, irgendwie mehr als mit Wärme vielleicht, sind Speicher eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt von so einem energieeffizienten Konzept für ein Gebäude, für eine Versorgung. Und diese Idee ist richtig groß, dimensional in Hamburg umgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie dies hier kennen, die Geschichte. Das ist ein ehemaliger Flakbunker. Das kann man, denke ich, noch erkennen. Also diese vier Flaktürme, die es ja mal gab. Der Bunker hat den Krieg überlebt. Der wurde nicht gesprengt. Das waren 10 Geschosse innen drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter Beton das dann von der Decke her waren. Das müssen aber so, weiß ich nicht, bestimmt 4-5 Meter sowas gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Weil der Bunker ja auch ziemlich exponiert steht im Stadtgebiet. Das ist Wilhelmsburg in Hamburg. Man hat jetzt für die Quartiersversorgung hat man diesen bestehenden Flakbunker genommen und hat da die Geschosse rausgenommen, also die ehemaligen Aufenthaltsbereiche derjenigen, die sich davon beim Fliegeralarm in das Gebäude da zurückgezogen haben, hat scheibchenweise, so muss man sich das vorstellen, in so Trommeln hat man scheibchenweise so einen 2000 Kubikmeter Speicher, dieser 2000 Kubikmeter Wärmespeicher hat man da sequenziell da reingebaut, zusammengeschweißt in Ringen und dieser Speicher versorgt dann ein ganzes Quartier außen um diesen Bunker rum. Unschwer zu erkennen ist dann hier eine Photovoltaik bzw. eine Solarthermie auf dem Dach, die auch in diesen Speicher irgendwie einspeist und diese Idee ist schon ja, einigermaßen eindrucksvoll und diese Speicheridee, die läuft uns jetzt auch noch ein bisschen häufiger über den Weg in diesen Konzepten, die noch kommen. Hier haben wir dann das ist hier ein Projekt in Berlin. Da ist die Idee, die ist auch ganz interessant eigentlich, wobei die Ideen von den ganzen Projekten alle irgendwie ihren Hintergrund haben. Da hat man mal überlegt, was machen wir damit mit dem, also das 3 Passivhäuser in der Innenstadt von Berlin. Es gibt einen ersten Bauabschnitt, den haben wir bearbeitet. Der zweite Bauabschnitt ist dann danach gekommen eigentlich. Und die Idee, die wir hier hatten, war, dass man es so macht, dass man an der Gebäudehülle, also das war diese Plusenergie-Idee, dass man über Solarthermie und Photovoltaik Wärme und Strom erzeugt. Diese Wärme und diesen Strom nutzt im Sommer und im Winter zur Kühlung und zur Stromversorgung, beziehungsweise zur Heizung und zur Stromversorgung von der Liegenschaft. Und das ist Berlin-Adlershof. Berlin-Adlershof ist relativ neu errichtetes Quartier in Berlin. Das ist Berlin-Süd. Ist das Südost? Weiß ich nicht. Also Südost-Süd. Und da haben wir eine Fernwärme. Diese Fernwärme oder der Fernwärmebetreiber, der hat sich bereit erklärt, die im Prinzip muss man, das ist auch eine Idee, die nicht ganz häufig vorkommt, dass der Fernwärmebetreiber die Wärme in Zahlung nimmt. Das heißt, der kauft es ein,
die Wärme, die wird eingespeist ins Netz und dann im Sommer, was über ist, und im Winter nimmt man die Wärme raus und das wird verrechnet. Also haben wir so eine Idee, wir erzeugen Strom und Wärme über die Sonne, speisen das im Sommer ein, was zu viel ist, und nehmen im Winter raus, was wir noch brauchen. So, und das wird verrechnet. Das ist so die Grundidee. Das Konzept ist hier dargestellt. Wir haben hier die Fernwärme, zwei Wärmespeicher, die Solaranlage thermisch, das ist ein Vakuumröhrenkollektoren. Dann haben wir hier die Photovoltaik an der Fassade von diesem Gebäude hier, und das ist ein Holzgebäude. Und wer sich jemals mit Photovoltaik in Holzgebäuden beschäftigt hat und das Wort Brandlast schreiben kann, der ahnt, dass es ein Riesendrama war, hier diese Photovoltaik unterzubringen in der Fassade, so dass es fassadenintegriert war. Das war erheblich, hat das einen Aufwand gekostet bezüglich des Brandschutzes, Abnahme von den Brandschutzmaßnahmen und. Wir haben hier die Ausspeisung, die Einspeisung. Hier haben wir die drei Gebäude. Und die drei Gebäude sind, wir haben diesen Begriff vorhin schon gehört, Passivhäuser. Das ist eigentlich so der höchste energetische Standard für Gebäude. Warum hat man diesen höchsten energetischen Standard für Gebäude genommen hier an dieser Stelle? Erstmal sind es Wohngebäude, also Gebäude, die ganz einfache Luftwechselzahlen haben für die Versorgung der Nutzer. Kein Büro oder sowas, keine Sporthalle, kein Restaurant. Dann haben wir da mit diesem hohen Wärmeschutz einen geringen Energiebedarf. Wenn wir irgendwas über die Sonne decken wollen als Bedarf, dann darf das natürlich auch nicht, wer weiß, wie hoch sein vom Energiebedarf her. Also müssen wir da schon relativ weit runtergehen. Und die Idee war, dass das hier Passivhäuser werden. Das ist auch so passiert. Hier sind nochmal so Eindrücke aus der Bauphase tatsächlich. Das ist jetzt alles fertig, das steht soweit. Hier haben wir die Gesamtbilanz da zusammengetragen. Und dann haben wir hier die haben auch eine Batterieanlage, das sind die Wechselrichter aus der Förderung. Es wurde ein Förderantrag gestellt, das ist dann auch so ein KfW, 40-Plus-Gebäude war das dann. Da haben wir den Photovoltaikertrag von Dächern, der Photovoltaikertrag von der Fassade und der Photovoltaikertrag von der Fassade Haus 1 Südost, Südwest. Also in den Fassaden ist nicht so furchtbar viel passiert. Also wer sich mit den Gedanken trägt, Photovoltaik in der Fassade unterzubringen, dem muss zugerufen werden, dass das energetisch dann nicht so effizient ist. Ob das jetzt völlig Unsinn ist, das muss jeder für sich bewerten, aber energetisch weniger effizient natürlich. Und dann haben wir hier die Erträge von den Dächern. Das ist natürlich eindeutig der höhere Anteil, wo es auch die größeren Flächen sind, aber trotzdem ist es auf dem Dach natürlich wesentlich besser aufgehoben. Dann haben wir hier die Simulation dazu. Wir haben das vorher vorbereitet, das Projekt, in dem wir dann gerechnet haben. Also wir haben die drei Gebäude modelliert, haben die Anlagentechnik modelliert und haben dann nachher Bilanzen gerechnet dafür, was kommt von der Solarseite, was kommt von der Fernwärme, wie sieht die Last von der Heizung aus, wie liegt die Last von der Warmwasserbereitung aus. Themen, mit denen wir uns vorhin beschäftigt haben, auch schon, wo es dann ja um diese Veränderung der Energiestandards von den Gebäuden gegangen ist. Und das Konzept war mal so vorgesehen, dass die eigentlich die Fassaden, glaube ich, komplett mit Solarthermie ausgestattet wurden und die Dächer mit Photovoltaik bzw. eine Mischform. Und das wurde dann nachher etwas aufgeweicht, sodass die Bilanz da nicht ganz gepasst hat. Aber auch diese Gebäude, das Newton-Projekt in Berlin heißt das Projekt. Wenn Sie sich da im Netz ein bisschen umgucken, dann ist es so, dass auch dieses Projekt relativ viel Preise gewonnen hat. Nachhaltigkeitspreise, irgendwelche Solarpreise und was weiß ich noch. Also das ist auch nicht ganz unbekannt, das Projekt hier. Ist auch von der Idee her ganz gut. Und der Betreiber von der Nahwärme oder von der Fernwärme da in dem Stadtquartier und im Stadtteil, es ist relativ ungewöhnlich, dass ein Versorger sowas macht, also Solarwärme einkauft. Wobei das regelungstechnisch schon ein Problem gibt von der Temperatur her, das muss man dazu sagen, das darf man nicht verschweigen. Aber diese Idee hier von dem Projekt, dass man gebäudenah was erzeugt und dann für alle anderen nutzbar macht, diese Grundidee im Quartier, das ist eine Sache, die wird uns dann auch gleich nochmal woanders über den Weg laufen in dem aktuellen Projekt, was wir dann jetzt bearbeiten gerade. Also es ist so, dass sich das Projekt ist dann, wann haben wir das gemacht? Jetzt muss ich mal gucken, wann war das denn jetzt?
Steht aber auch kein Jahr dabei, ne? Irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Also das ist dann auch schon ein paar Tage her. Weiß aber nicht mehr genau wann. Sodass das auch schon 5, 6 Jahre her ist. Und ja. Man muss dann gucken, wie sich das dann in der Zukunft bewährt, diese ganze Geschichte da. So, wenn wir jetzt bei Siedlungen und Dörfer sind, jetzt geht es weiter. Wir kommen jetzt zu den ländlichen Strukturen. Jetzt haben wir hier ein Quartier. Also wir sind bei Einzelgebäuden jetzt gewesen. Wir sind Gewerbe gewesen, wir sind Wohngebäude gewesen, wir sind Nicht-Wohngebäude, Bürogebäude, also diese Hochschulgebäude sind wir gewesen. Jetzt sind wir in Quartieren. Jetzt sind wir bei einem Dorf. Das Dorf ist irgendwo in dem Landkreis Hildesheim. Duing heißt es. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon was davon gehört hat, keine Ahnung. Wir haben hier, gibt es Anträge, die man stellen kann zur Förderung. Es gibt ein KfW 432, energetische Stadtsanierung, gibt es einen Antrag. Der wurde gestellt, wurde genehmigt und dann haben wir das bearbeitet. Wir haben also ein Energiekonzept für diesen Ort gemacht. Es wurden verschiedene Quartiere wurden hier eingeteilt oder Anteile von Quartieren. Das ging von A bis E. Dieser Ort hat ein paar wesentliche Vorteile, die zum Beispiel sind, dass wir hier eine Abwärme aus einer Großbäckerei haben, die zum Beispiel sind, dass wir eine riesen Freiflächen-Photovoltaikanlage haben, die zum Beispiel die sind, dass man Windkraftanlagen hat, 4 Stück, die aus der Förderung rauslaufen. Und das ist tatsächlich so, dass in der Vergangenheit von einer Biogasanlage, wenn wir hier, dieses ist so ein Höhenzug hier, angenommen, Sie würden sich hier so einen Punkt denken, da ist eine Biogasanlage. Man hat, das war 2008, glaube ich, hat man hier eine Biogasanlage durch den Wald gelegt, hin zu der Schule, die ist hier. Na da, in der Ecke hier, genau bei B&E. Und da ist ein Hallenbad. Das Hallenbad wird versorgt, die Schulen werden versorgt, das Rathaus wird versorgt. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Wärmeverteilnetz, gespeist aus über eine Biogasleitung, über eine Biogasanlage, die hier jenseits von diesem Höhenzug liegt. Und das ist so der Ausgangspunkt für diese Projektidee, die es hier gab. Das heißt, man hat sich damit beschäftigt, mit einem Nahwärmenetz in diesem Ort das umzusetzen. Hier haben wir die Abwärme von der Großbäckerei. Hier ist dieses Subnetz schon, was schon mal umgesetzt wurde für die öffentlichen Liegenschaften. Und das ist so hier die Ausdehnung in der ersten, in der ersten Idee. Und dann haben wir hier die, und das ist auch eine Idee, die man jetzt in Zukunft natürlich auch stärker verfolgen muss. Wir müssen alle Ressourcen nutzen, die so ein Ort hat. Das war auch auf dieser Energiekonzeptfolie, war das vorhin zu sehen. Man schmeißt einfach alles zusammen, was da ist, alles in die Waagschale rein, was zu kriegen ist, um diesen Gebäudebestand zu versorgen. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Gebäude, Qualitäten. Wir haben einen historischen Kern, der von der Dämmung her schwierig zu handhaben ist. Dann haben wir irgendwelches Gewerbe, Gewerbebauten. Dann haben wir Wohngebiete, die ein bisschen jünger sind. Nicht so, nicht ein bisschen jünger, sondern ein bisschen viel jünger. Und die müssen irgendwie versorgt werden, ja, klar. Dann haben wir eine Abwärme, die wir nutzen können, egal wo die her ist. Das ist hier jetzt eine Großbäckerei, das kann eine Industrie sein. Das kann irgendwas anderes sein. Dann haben wir hier nochmal ein Gewerbe, was eingebunden wird. Und dann ist die große Idee über die Photovoltaik, großflächig, über die Windkraft, die da ist, dass man Wasserstoff erzeugt, bereitstellt, speichert, hier, verstromt, die Abwärme nutzt aus der Verstromung und dann die Wärme hier einspeist, so eine Wasserstoffgrundlastdeckung. Das ist der letzte Stand von dem Projekt, von der Projektidee. Derzeit suchen wir Betreiber für diese Anlage. Es ist wirtschaftlich erstmal schwierig. Ich bin aber davon überzeugt, dass diese Ideen grundsätzlich auch ihre Berechtigung haben und auch nicht völlig abwegig sind. Es geht darum, regenerative Energien zu nutzen, hier Strom, regenerative Energien zu nutzen, hier Biogas. Regenerative Energien zu nutzen, hier Abwärme über die Hochtemperaturwärmepumpe, um dann daraus die Wärme bereitzustellen für Gebäude, die dann keine Gas- und keine Ölkessel mehr brauchen und wir dann wegkommen davon, dass wir in diesen Quartieren da Gas und Öl verbrauchen. Geht weiter mit Nahwärmenetzen. Dieser Begriff kalte Nahwärmenetz
ist Ihnen mit Sicherheit jetzt schon mal über den Weg gelaufen. Ja, ich würde das zum Beispiel erwarten, dass das so ist. Jetzt haben wir hier zwei Ansätze. Der eine ist aus der Ecke Steinhude, Steinhuder Meer. Und der andere ist aus Braunschweig. Die sind beide relativ nah dran hier. Denke ich, beides niedersächsische Projekte, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen, aktuell, die aktuell in der Bearbeitung sind. Und es wiederholen sich Ideen, beziehungsweise finden Sie auch Ideen jetzt wieder oder Ansätze finden Sie wieder, die hier aufgegriffen sind, um dann die Quartiersversorgung neu zu gestalten. So, das geht für, also erstmal ist das Ziel, eine Quartiersversorgung ohne fossile Energieträger umzusetzen. Genau das Gleiche, was wir in Doing auch hatten, ne? Ohne Gas und ohne Öl. Man kann die kalten Netze umsetzen für Bestands- oder Neubau-Wohnquartiere, also für beides. Warum nicht? Geht beides. Und warum das geht, gucken wir uns dann gleich an. Und was nutzt man da? Man nutzt regenerativ erzeugten Strom, elektrische Energie, in Kombination mit Umweltenergie. Gut, jetzt ist dieser regenerativ erzeugte Strom natürlich auch Umweltenergie, logisch, zumindest kommt es aus der Umwelt, aber man kann das kombinieren noch mit Geothermie zum Beispiel oder mit irgendeiner Form von Abwärme, um dann wirklich auch komplett wegzukommen von irgendwelchem Gas oder von irgendwelchem Öl, was wir da verbrauchen für die Quartiere. Man muss natürlich bei dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Maßnahmen dann abgestimmte Gesamtkonzepte entwickeln. Das muss man im Blick haben dabei. Und in beiden Fällen, die wir jetzt hier sehen, beziehungsweise die uns hier über den Weg laufen, sind Wärmepumpen als Basis der Wärmeversorgung gesetzt. Und wenn irgendwas an Technik, Technologie jetzt im Augenblick die Zukunft oder die Zukunftsfähigkeit der Wärmeversorgung von Gebäuden sicherstellt oder im Verdacht ist zumindest, das sicherzustellen, sind es nicht Gaskessel, sind es nicht Ölkessel, sind es nicht irgendwelche Wasserstoff-BHKWs, sondern sind es Wärmepumpen, die auch schon eine ganz, 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 ganz lange Zeit am Markt existieren. Ich habe es erzählt, zwar in den 80ern noch nicht so die ganz große Furore gemacht haben, aber dann schon sich zumindest so sichtbar wurden und jetzt eigentlich den Kesseln den Rang ablaufen, beziehungsweise auch in der Entwicklung der installierten Zahlen von den Wärmeerzeugern da die Oberhand gewinnen gegenüber jedweder Form von irgendwelchen Kesseln, die wir haben. Wie ist denn ein Preisvergleich zwischen Gas- und Ölheizung und einer Wärmepumpe? So, da haben wir jetzt im Augenblick einen Faktor 3 oder Faktor 4. Also Wärmepumpe noch entsprechend teurer, ja? Ja. Okay. Aber wird sich auch ändern, ja? Ja, ich denke mal, das wird sich ändern. Das wird sich ändern in der Beziehung, dass die Wärmepumpen ein bisschen günstiger werden und Kessel werden dann irgendwann, also die Ölkessel sind, die haben eigentlich keine Zukunft mehr. Das ist vorbei. Und Gaskessel kann man darüber diskutieren. Wenn jetzt angenommen, es würde Wasserstoff in das Gasnetz eingespeist, angenommen, die Gaskessel würden dann in der Lage sein, Wasserstoff zu verarbeiten oder mit Biogas um, das können sie eigentlich, aber so viel Biogas müssen wir erstmal haben, dass das dann alles genutzt werden kann für die Wärmebereitstellung. Ja, dann werden die Gaskessel wahrscheinlich noch so einen Anteil Zukunft haben, aber so wie es im Augenblick vom Markt aussieht und die Meldung kennen Sie ja jeden Tag. Jetzt gibt es der Bundeswirtschaftsminister, muss ich überlegen, muss ich Gedanken machen über Notfallplan. Es wird jeden Tag gibt es eine Meldung, wie voll die Gasspeicher sind und. Also das verändert sich im Augenblick. Nicht ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Gewaltig, ja. Ja. So, wir haben hier Steinhude. Das ist ein Beispiel. Das ist ein Neubauquartier. Das ist also jetzt hier irgendwie so ein Bestandsgebiet. Da werden irgendwelche bestehenden Gebäude werden abgerissen, irgendwelche alter Kram. Dann haben wir hier das Steinhuder Meer. Witzigerweise ist es so, dass das Grundwasser hier in einer Tiefe verfügbar ist, die relativ weit unten ist. Da müssen wir dann Brunnen setzen, über den Wasser hochgepumpt wird. Dieses Wasser hat eine Temperatur von 10, 12 Grad typischerweise, im Sommer vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir hier ein Quartier. Das sind alles Neubauten, die wir hier haben. Was haben wir hier? 14.600 Quadratmeter. Wohneinheiten haben wir 162. Die Wohnfläche 14.000 Quadratmeter, okay. Und wir haben da eine Wärme da von 730 Megawattstunden pro Jahr. Es gibt dann hier eine Brunnenanlage. Es gibt einen Brunnen, über den wird das Wasser rausgenommen. Es gibt einen Brunnen, über den wird das Wasser wieder zurückgeführt, genau in denselben grundwasserführenden Leiter in dem Quartier. Also gibt es dann auch so ein Wärmeverteilnetz, genau das Gleiche, was es hier gibt oder was wir hier gesehen haben. Da ist dann aber hier eine Wärmeträger höherer Temperatur in diesem Netz unterwegs. Und in dem Netz ist es dann Wasser mit einer Temperatur von 10 Grad. So, wie geht jetzt das? Das geht so,
Das ist ein Schema, was hier dargestellt ist. Jetzt haben wir hier einen Brunnen, der das Wasser rausnimmt aus dem Grundwasserleiter, fördert dieses Wasser zu den Wärmepumpen, die dann die Heizung übernehmen und die Warmwasserbereitung übernehmen in den Gebäuden. Das kann es in kleineren Gebäuden, Reihenhäusern oder was auch immer dahingestellt wird. Und das kann es auch in größeren Gebäuden machen. Dann haben wir hier ergänzend nochmal eine Solarthermieanlage oder eine Photovoltaikanlage mit einer Eigennutzung für den Wärmepumpenbetrieb oder aber die Einspeisung ins Stromnetz. Also hier ist das Charakteristische dann diese kalte, ja, die kalte Nahwärme. Warum ist das jetzt so interessant? Das ist ja auch wieder eine Investition, die erstmal aufwendig ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich im Winter eine Temperatur außen habe von, weiß ich nicht, von minus 10, vielleicht ist es eine Steinhude, weil da das Wasser, Oberflächenwasser haben wir relativ viel. Das wirkt natürlich dann kompensierend auf die Temperaturspitzen nach unten im Winter oder überhaupt auch im Sommer auf die Temperaturspitzen nach oben. Das ist also ein bisschen moderater. Und da ist es dann so, dass die Wärmepumpen auch bei minus 10 Grad dann nachher aufgrund dieser 10 Grad Quellentemperatur, die müssen ja nicht umgehen mit minus 10 Grad Außenlufttemperatur als Quelle, sondern die haben dann eine 20 Grad höhere Temperatur aus dem Wasser, aus dem Erdreich und sind natürlich dann wesentlich besser in der Lage, Wärme bereitzustellen mit wesentlich weniger Strom. Und dieser Aufwand für dieses Netz, was wir hier sehen und für die Brunnen, soll sich kompensieren über den reduzierten Strombedarf für die Wärmeversorgung. Das ist so die Grundidee. Das ist eine Idee. Das sieht schon relativ kompliziert aus, wenn man sich das anguckt. Also wenn man so eine Schemen nicht gewohnt ist, sich das anzugucken, dann, ja, weiß ich, erschlagen tut es einem vielleicht nicht. Aber es ist schon so, dass man, das sieht schon irgendwie mindestens mal bunt aus. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das in einem Bestandsnetz auch noch zu machen. Das ist Braunschweig. Das ist ein Quartier der Nibelungen Wohnbau GmbH. Das sind Bestandsgebäude aus den Baujahren 40, 50, 60. Wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, die sehen auch so aus. Aber das ist tatsächlich so, dass das dann vom Quartier her ein Bestandsquartier ist. Ganz klassisch, ganz typisch, auch vom DEN-Standard her. Diese Gebäude sind angefasst, ja, ja. Aber haben jetzt aktuell eine Fernwärmeversorgung von BS Energy. Hier ist das Quartier, ne? Das ist hier die Gebäude, die sehen wir hier oben. Das ist hier ein Krankenhaus in der Nähe. Okay. Und die Idee ist jetzt wird es noch bunter hier. Das ist aber, ich finde, das ist relativ interessant und das ist eigentlich so die Zielvariante, die wir untersuchen für die Nibelung, für die Wärmeversorgung. Wir haben hier Solarkollektoren einmal. Zweimal, das sind diese Gebäude im Schnitt, ne, diese 1940, 1950er Mehrfamilienhäuser. Was passiert da? Da haben wir einen Pufferspeicher. Dieser Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der die Wärme aus der Solaranlage nimmt im Sommer. Dann gibt es da eine höhere Temperatur, logischerweise. Dieser Speicher ist in der Lage, im Herbst die Heizung zu übernehmen, aufgrund der Einstrahlung. Und ist in der Lage, dann im Sommer sowieso die Warmwasserbereitung zu übernehmen aufgrund der solaren Einstrahlung mit einer hohen Temperatur. Sollte es über eine reduzierte Einstrahlung im Sommer, also jetzt können wir uns, also hier können wir uns derzeit, meinetwegen kann es auch noch so bleiben, nicht beschweren über die Sonnenstrahlung, die wir jetzt haben in der Zeit, wobei es im Frühjahr tatsächlich auch ein bisschen nässer war, das muss man dazu sagen. Aber wenn sich jetzt angenommen, es würde sich verändern, also wir hätten dann im Sommer auch eine Periode, wo dann solarmäßig nicht so viel kommen würde, ja, und jetzt sind die Speicher kalt und dann haben wir hier eine Mitteltemperatur-Wärmepumpe. Diese Mitteltemperatur-Wärmepumpe, die speist hier in so ein Verteilnetz ein, wenn Sie sich das sehen hier, und dieses Verteilnetz geht über so ein Netz zu dem Pufferspeicher hin. Und zu dem nächsten Pufferspeicher hin. Und die Wärme, also das wird abgekühlt und dann geht es hier zurück, wieder zur Wärmepumpe. Das heißt, es gibt dann so einen Stützbetrieb über die Mitteltemperatur-Wärmepumpe, die dann die Wärme vorhält, wenn das von der Solaranlage nicht rausreicht. So, das heißt, jetzt müssen wir den Begriff Mitteltemperatur-Wärmepumpe noch klären. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie da mit dem Begriff was anfangen können. Bei diesen Wärmepumpen hier, das sind so die klassischen, die Sie, wenn Sie jetzt einen Katalog aufschlagen, Stiebel Eltron, der Name wird Ihnen was sagen,
Weiland, der Name wird Ihnen was sagen. Budeus, der Name wird Ihnen was sagen. Fissmann, der Name wird Ihnen was sagen. Alle großen Kesselhersteller haben selbstverständlich Wärmepumpen im Programm. Und diese Wärmepumpen, die Sie jetzt auch in der Werbung sehen oder was weiß ich, wo man die sieht, das sind dann Wärmepumpen, die haben als Temperaturniveau typischerweise 60, 65 Grad, dann ist in der Regel Schluss. So, jetzt habe ich hier Bestandsgebäude. In dem Quartier habe ich Gebäude aus den 40er Jahren. Ja, und jetzt. Die kommen natürlich mit irgendwelchen Temperaturen. Erstmal haben die keine Fußbodenheizung drin, mit Sicherheit nicht, sondern die haben Radiatoren. Jetzt wird sich die Nibelung Wohnmauer nicht hinstellen und dann komplett alles sanieren, alle Heizkörper rausschmeißen und Fußbodenheizsysteme da reinbauen in die Wohneinheiten. Das ist ein Rieseninvest. Man wird Interesse haben und das ist auch so, dass man das weitestgehend so weiter betreibt, wie es ist. Was passiert da dann? Dann braucht man hier eine Wärmepumpe, die in der Lage ist, Temperaturen zu liefern, die eben nicht bei 60, 65 Grad gedeckelt sind, sondern Temperaturen zu erreichen, die im Bereich bei 75, 80 Grad liegen, also höher kommt von der Temperatur. Das gibt es. Das sind Industriewärmepumpen, also größere, von der Leistung her größere Wärmepumpen, die dann mit einem höheren Einstiegstemperaturniveau arbeiten und mit einem höheren Ausstiegstemperaturniveau ins Netz dann die Gebäude versorgen. Diese Mitteltemperatur-Wärmepumpe muss natürlich gefüttert werden und dieses, was heißt gefüttert werden, hört sich jetzt an wie ein Kuh oder wie ein Pferd oder was, aber das ist so die Quelle für die Wärmepumpe, das ist dann hier so ein Niedertemperaturspeicher und das ist so ziemlich die Idee, die wir bei Oeding schon mal gesehen haben, bei dieser Druckerei. Das wären die Inverter für die Büros, das ist die Quelle für die Inverter, das wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Und hier brauchen wir dann als Temperaturniveau irgendwas in der Kante bei 20, 30 Grad. So, wie kriegen wir jetzt das? Im Winter ist es so, dass wir, was wollen Sie mit einer solaren Einstrahlung im Winter mit einer Temperatur hier in den Leitungen mit 20 Grad? Warm Wasser bereiten? Nee. Da kommen Sie in der Dusche, kommen Sie nachher oben, kommen Sie natürlich nicht, aber es wird schon dann frischer, will man nicht. Also kann man die Wärme auch abgeben. Ja, wohin denn? In das Netz. Jetzt haben wir hier ein zweites kaltes Netz. Dieses zweite kalte Netz speist ein in diesen Niedertemperaturspeicher. Mit den 20, 30 Grad von dem Dach werden Sie in der Dusche nie was, in dem Speicher auch nie was, weil die Temperatur ja viel höher ist in dem Pufferspeicher. Ne, von der Mitteltemperatur-Wärmepumpe. Aber der Speicher hier braucht das, sodass wir dann diese Wärme einsammeln können und können das dann hier in diesen Speicher mit einer geringeren Temperatur bevorraten, der dann aber dafür sorgt, dass diese Wärmepumpe hier in der Lage ist, hier vorne 75, 80 Grad rauszukriegen. Und wenn jetzt von der Sonne eben doch dann auch nicht so viel kommt, das heißt, wenn wir jetzt den kürzesten Tag im Jahr am 21.12. oder Anfang Januar erstmal kalt, zweitens trübe, muss irgendwas anderes noch kommen. Jetzt haben wir hier so eine Abwärmeeinspeisung. Wir nutzen irgendein Abwärmepotenzial. Und zwar kann das Krankenhaus sein. Hier haben wir Dampfkessel drin, die dann Wärme über haben. Das heißt, in dem Krankenhaus hier wird Wärme in die Luft geblasen, weil man die Wärme nicht wegbekommt. Und das soll halt dann das Backup sein für dieses Quartier. Das ist diese Grundidee in diesem Konzept. So, wenn man das jetzt so gehört hat, ich denke, dann ist das mit den vielen Farben und diesen ganzen Linien, die man da sieht, dann ist das auch nicht mehr so, dass es einem richtig schwindelig ist, sondern dann geht es eigentlich auch so ein bisschen. Und das ist halt der Grund, die Grundidee hier. Und es wiederholen sich verschiedene Elemente aus den Konzepten, die wir gerade schon mal gesehen haben. So, die industrielle Fertigung, wenn wir jetzt geglaubt haben, das ist alles schon ziemlich groß jetzt hier. Jetzt gibt es in Emden ein Werk, wo PKWs hergestellt werden von einem großen deutschen Automobilhersteller. Aha. Und in Emden, da haben wir relativ viel Wasser. In Emden ist der Boden relativ weich bei dem vielen Wasser, können wir uns vorstellen. Jetzt haben wir hier eine Vielzahl von Pfählen. Also das ist eine Halle, die ist 600 Meter lang und wie breit ist die denn? 120 Meter breit, 600 Meter lang, irgend sowas in der Kante. Oder 500, 120, 500 lang, 120 breit, irgend sowas. Und da sind 4.500 Pfähle unter. Diese 4.500 Pfähle sorgen dafür, das ist baulich notwendig. Warum? Damit die Halle da stehen bleibt, wo sie steht und nicht sich nach unten bewegt. Das heißt, das ist also dann
per Nachgeben von dem Bogen, von dem Boden darunter zu Rissen in der Halle kommen, beziehungsweise dann zu Senkungen und zu Bauschäden. Diese Pfähle, die gehen von der Bodenplatte runter bis zu dem Punkt, wo das Erdreich fest ist, also wo die Pfähle auf Fels stehen. Jetzt kann man sich überlegen, dass man diese Pfähle ja, wenn man da jetzt einfach so ein Rohr da drin reinsteckt, dann kann man ja die ganze thermische Energie aus dem Erdreich rausnehmen. Warum denn nicht? Beziehungsweise kann man Wärme reinstecken oder Kälte rausholen. Das kann man ja. Und genau das ist hier gemacht. Das heißt, von diesen 4.500 Pfählen sind 3.300 thermisch aktiviert. Was passiert da? Da wird die Wärme aus den Schweißrobotern wird rausgeholt. Also die müssen gekühlt werden im Prozess, klar. Die Abwärme wird ins Erdreich reingesteckt und diese Wärme aus dem Erdreich, ja, jetzt haben wir ja mit Wärme und Abwärme, Umweltwärme haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört, da können wir schon ein bisschen was mit anfangen. Was macht man damit? Klar, wir haben eine Wärmepumpe, die dann hier oben in dem Dachbereich sitzt und über einen Speicher, das ist das Ding hier, dieses Temperaturniveau für die Beheizung zur Verfügung stellt und nimmt es tatsächlich dann aus dem Erdreich raus, wo dann die Schweißroboter die Wärme reinstecken. Also das auch eine relativ geschickter Umgang mit Senken und mit Quellen, ne? Und der Umgang mit Wärme- und Kältebedarf, das sind schon eine ordentliche Dimension, wenn wir da 4 Wärmepumpen mit 1,43 MW haben, mit 1430 kW. Und wenn man jetzt mit diesen kW-Zahlen erstmal da so ein bisschen, müssen wir überlegen, wie groß irgendwas ist, angenommen, Sie würden in einem Bestandsgebäude wohnen, Baujahr 60, für die Heizung haben wir da 20 kW als Heizlast vielleicht oder 15 oder sowas. Und da ist ein Hallenviertel mit 1430 kW. So, kommt ein bisschen was zusammen. Das sind Dimensionen, da ist man jenseits von Einfamilienhäusern, beziehungsweise ist man dann wieder schon dabei und zu rechnen, denn wie viel an CO2-Emissionen oder die CO2-Emissionen, wie viel Einfamilienhäuser wird dann durch dieses Energiekonzept dann kompensiert? Das darf man sich dann ruhig mal überlegen, weil das eine Stückzahl ist, die auch interessant ist. So, dann haben wir hier die ganze Infrastruktur. Das heißt, wir haben bei diesen 3.300 Pfählen, muss der Wärmeträger, also dieses Wasser in den Pfählen, muss hydraulisch richtig verteilt werden. Das ist ein Riesenaufwand von der Einregulierung her. Also es ist nicht so, dass man sich da keine Gedanken drum machen muss. Was aber trotzdem passiert, und das ist dieses Bild hier, das, was eigentlich immer passiert. Und das ist jetzt kein Autohersteller spezifisches Problem, das ist kein spezifisches Problem von irgendeinem anderen, sondern das ist einfach, und da kommt dieser Monitoring-Gedanke her, den wir vorhin relativ intensiv behandelt haben. Diese Geschichte hier zeigt, dass die Schweißroboter relativ viel Wärme abgeben, die ins Erdreich eingespeist wird, mehr als rausgenommen wird. Was heißt denn das? Das heißt, dass das Erdreich wärmer wird. Und wärmer wird und wärmer wird. Was heißt das wieder? Dass die Wärme aus den Schweißrobotern irgendwie nicht mehr abgenommen werden kann. Und dann muss anders gekühlt werden. So. Also passt die Bilanz vom Erdreich nicht. Damit man jetzt relativ früh sich im Klaren darüber ist, ob es passt, ob es nicht passt, und ob es Probleme geben kann, muss man dieses Messen unterwegs im Betrieb machen. Monitoring ist das Wort dafür. Um dann nachher bewerten, bilanzieren zu können, ob es passt oder ob es nicht passt. Und gegebenenfalls dann früh genug die Parameter zu variieren, zu ändern. Das Gleiche haben wir ja nochmal. Das ist die Firma Leica. Wer fotografiert, kennt sich dann mit Produkten der Firma Leica aus. Das ist aus Wetzlar, ein Hersteller für Fototechnik. Und hier haben wir auch unsere Erdsonden. Die Erdsondenanlage, das sind 90 Stück hier, die auf dem Parkplatz angeordnet sind. Das ist genau das Gleiche von der Idee her wie das in Salzgitter. Nur, dass wir hier eine Fertigung dran haben. Also ein bisschen komplexer natürlich. Das ist nicht ein Hörsaal, das ist eine Fertigung. Dann haben wir hier unsere, also das ist die Vielzahl der Farben, deutet darauf hin, dass da auch eine Vielzahl von Komponenten unterwegs ist. Wir haben hier eine Absorptionskältemaschine, diesen Begriff haben Sie schon mal gehört heute. Dann haben wir einen Pufferspeicher für Wärme, wir haben Gaskessel, BHKWs, Wärmepumpen, dann haben wir einen Sprinklertank, also so einen Löschwassertank, der als thermischer Speicher genutzt wird. Jede Menge Rohrleitungen,
Und dieses Konzept oder diese Anlagentechnik funktioniert auch nicht auf Anhieb und auch nicht aktuell. Das sind Forschungsvorhaben, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, mit diesem hier und mit dem hier, um dann zu bewerten, wie denn diese Anlagentechnik hinzubekommen ist. Jetzt haben wir hier das letzte so ein bisschen, es gibt in Wolfsburg, das ist auch nicht weit weg, gibt es eine Quartiersentwicklung, Hellwinkel, ist das die Hellwinkel-Terrassen, ist das Stadtquartier. Und um jetzt Nachhaltigkeit in der Entwicklung von diesen Quartieren, wir haben uns bis jetzt mit bestehenden Quartieren beschäftigt oder mit neu gebauten, die real da sind, wenn ich jetzt überlege, dass ich bestimmte Forderungen habe an mein Quartier, also ich möchte bestimmte Qualitäten von den Baumaterialien umsetzen, möchte bestimmte Energiekennwerte haben, dass die erreicht werden. Ich möchte eine Gestaltung von den Außenanlagen erreichen, unbedingt, um das Wohnen im Quartier möglichst angenehm zu machen. Ich möchte eine Regenwassernutzung umsetzen. Muss ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken machen, was habe ich für Anforderungen, wie dokumentiere ich die und wie gebe ich die schon relativ früh in die, den Bauherren mit auf dem Weg, beziehungsweise den Architekten mit auf dem Weg. Und dann haben wir hier eine Gestaltungshandbücher. Ja, das sind Gestaltungshandbücher 1, 2 und 3. In dem Zweier, das ist dieses hier, da sind unter anderem dann Energiethemen, werden da bewertet. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich nur eine Folie, da war ich ein bisschen sparsam tatsächlich. Ja, nee, doch nicht, kommt noch eine. Und hier ist es dann ausgehend vom Wettbewerb, wo dann Dokumente, Unterlagen vergeben werden, was erlaubt ist, was gewünscht ist und was umgesetzt werden soll, gibt es dann in der Planung und in der Ausführung, also wenn der Wettbewerb dann gewonnen ist von den verschiedenen Teilnehmern, den Architekturen, von den Architekten und den Bauherren in den Planungsteams, dann kommt man ja so langsam in die Planung, man kommt in die Ausführung und da gibt es dann einen Dialog oder Workshops, Investorengespräche, sodass dann nachher die Stadt Wolfsburg im ständigen Dialog, im ständigen Austausch ist mit den Bauherren, mit den Architekten, um dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die konform diesen Anforderungen für das Quartier sind, um dann auch ein homogenes Quartier zu errichten zu können, entstehen zu lassen, was dann den Anforderungen, die vorher definiert worden sind, gerecht wird. Das ist also dann dieses Bauen, Entwickeln von Stadtquartieren im Dialog im Vorfeld schon. Da habe ich, wie gesagt, dann als Berater mit der Stadt Wolfsburg was zu tun. Und nochmal einen Schritt davor, wenn man jetzt sich damit auseinandersetzen möchte, dass man schon diese ganzen Abhängigkeiten von Energieversorgung, von Last in Gebäuden, Last in Netzen, stromseitig, wärmeseitig, kälteseitig, ressourcenseitig, wenn man das alles miteinander bewerten will, macht es Sinn, dass man ja ein Simulationsmodell aufsetzt. Dieses Simulationsmodell soll dann verfügbar sein für eine größere Zahl von Anwendern. Das Ganze ist, wenn wir hier nochmal auf dieses Thema gucken, das ist ein Zukunftslabor Digitalisierung Energie vom Land Niedersachsen. Das ist eine Förderung, die im Augenblick vom Land Niedersachsen läuft. Und es gibt mehrere Zukunftslabore Digitalisierung. Da gibt es Energie, da gibt es Landwirtschaft, da gibt es Gesundheit, Wasser gibt es glaube ich auch. Und wir sind in dem Zukunftslabor Energie und beschäftigen uns gemeinsam mit der Uni Hannover, Uni Oldenburg, Hochschule Emden-Leer und der TU Braunschweig und dem DLR mit simulationsbasierten Konzeptentwicklungen für Quartiere. Die Ziele sind wirtschaftliche, technische, energetische, ökologische Optimierung der Energienutzung, Maximierung der regenerativen Energie, Einbringung, Energiespeicher sind zu integrieren in die, ja, in den Betrieb. Haben wir vorhin auch schon mehrfach darüber gehört, dass das eine interessante Maßnahme ist. Regelung muss abgestimmt sein, haben wir auch schon gehört. Das heißt, das sind dann Themen, die im Rahmen dieser Modellentwicklung und im Rahmen der simulationsbasierten Konzeptentwicklung dann eine Rolle spielen. Und die Aufgabe für dieses Projekt ist es, dass den Anwendern auf dieser Plattform, die zu entwickeln ist, dann nachher ein Werkzeug zur Verfügung gestellt wird, was in der Lage ist, diese Anforderungen an zukunftsfähige Quartiere abdecken zu können. Damit beschäftigen wir uns gerade. Und da wird es dann wieder
schließt sich der Kreis, muss man sagen. Da sind wir dann bei Oelper Berge in Braunschweig, denn dieses Quartier ist dann ein Referenzquartier von dreien in diesem Zukunftslabor, was da abgebildet wird, mit dem wir uns dann schon in andere Richtung wieder beschäftigen, über diese Realisierung von dem Energieversorgungskonzept. Hier sehen wir noch so ein bisschen was von der, von dem Simulationsmodell. Und alles das, was wir gehört haben, wird jetzt zusammengefasst und dann haben wir einen Ausblick. Und, was haben wir jetzt gehört? Wir haben gehört, dass es erstmal Ziele gibt von der Bundesregierung, Notwendigkeiten gibt aufgrund der Szenarien von der Energiepreisentwicklung, aufgrund der gesamtpolitischen Lage, dass man von der klassischen, bisher eingesetzten, verwendeten Wärmeversorgungstechnologie überhaupt den Energieversorgungskonzepten grundsätzlich wegzukommen. Wir haben gesehen, dass es Lösungen gibt auf Basis regenerativer Energien tatsächlich Wege zu finden, die eigentlich dann herausführen aus dieser Notwendigkeit oder dieses Verurteiltsein zur Nutzung von fossilen Energieträgern mit entsprechenden Emissionen. Auch dann den jetzt steigenden Kosten, dass es also dann durchaus möglich ist, Einzelgebäude jedweder Nutzung, Prozesse in der Industrie, als auch Quartiere, ganze Quartiere regenerativ mit Energie zu versorgen. Das ist schon so, dass sich dann die Anforderungen an die Projektvorbereitung verändern sich. Der Aufwand bei der Planung erhöht sich aufgrund dieser Vernetzung der verschiedenen Ebenen von den Energieträgern, kann man sich vorstellen. Und was ganz, ganz wichtig ist, je komplexer so ein System wird, desto wichtiger ist es tatsächlich, dieses Monitoring, dieses Messen im Betrieb durchzuführen, um dann überhaupt noch eine Idee zu haben, was denn, warum nicht funktioniert. Idealerweise funktioniert es natürlich, tut es aber nie. Und wir haben zum Schluss gesehen, dass die Planungswerkzeuge auch bei dieser aktuell sich entwickelnden, erhöhten Anforderungen zur Nutzung regenerativer Energieträger dann durchaus dazu führen, dass Simulationswerkzeuge auch vielleicht nicht die Regel sind, aber dann doch ein natürlicheres Element werden im Bereich der Planung von diesen Gebäuden und Quartieren. So, und dann reicht es hin, glaube ich. Ja, Herr Professor Kühl, herzlichen Dank. Das war ja sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich, sehr komplex und kompliziert. Ich habe öfters das Wort gehört, ohne Gas und Öl. Und ich denke, das ist im Moment das, was wir wirklich brauchen. Und von daher finde ich das super, wie so Ingenieursdenken und Ideen zu ganz neuen Entwicklungen führen.